Diese Folge wird präsentiert von HelloFresh. Habt ihr vielleicht schon gesehen, vielleicht schon gehört, vielleicht selber auch schon bestellt, wie ich. Ich bin tatsächlich HelloFresh-Kund und habe mir schon so Essensboxen heimbestellt, wo man alles kriegt, wo man dann braucht, zum effektiv kochen. Und ich muss sagen, ich bin nicht der allerbeste Koch aller Zeiten. Ich bin vielleicht auch nicht der schlechteste. Ich habe das Gefühl, selbst wenn ich noch nie gekocht habe, hat ich es angekriegt. Ja? Weil es ist perfekt angeleitet, alles dabei, was es braucht. Bis auf Salz und Pfeffer, Öl und Wasser vielleicht. Ja? Das habe ich jeder heim. Alles andere kommt perfekt portioniert, perfekt parat zum Kochen, mit Bildern, mit sogar schon, das finde ich sehr gut, das ist für mich immer ein großer Faktor, eine kleine Anleitung am Anfang, die sagt, wie viel Pfanne man in welcher Größe man brauchen wird. Sensationell! Dann hat man das alles und schmeißt rein und geht schön nach den Bildern mit der Anleitung und dann kommt es einfach gut. Das sind tolle Rezepte, wo man sich selber aussuchen kann. Habe ich gemacht. Ich habe schön ein paar Rezepte ausgesucht. Jede Woche neu, aber man kann schon mal wählen. Gerne unter gewissen Kriterien. Zum Beispiel Familie oder eher vegan und so weiter und so fort. Und da habe ich mich ein bisschen zusammengesetzt und ich muss sagen, ich habe eine super Zeit gehabt. Ja? Weil ich bin oft im Stress und weiß gar noch nicht, was will ich essen, was brauche ich alles dafür. Meistens vergesse ich dann irgendwie drei Mahlzeiten einzukaufen und habe dann immer gerade das nicht passende daheim. So, in dem Fall perfekt, man kann sich die ganze Woche vorplanen. Und das Zeug heimstellen. Es kommt perfekt verpackt, schön kühlt, was kühlt muss sein. Und Top-Produkt, muss ich sagen. Also, das eine Fleisch, das ich hatte, war eine absolute Granate. Schön, lokal, frisch, hat sehr Spass gemacht. Und ich werde immer wieder mal bei denen bestellen. Mit ein bisschen Vorplanung ist das perfekt, wenn man weiss, dort habe ich eine Woche, dort ist viel los, aber vielleicht gleich etwas daheim kochen. Statt immer irgendwie. Nehmen Fastfood oder fertig Sachen bestellen. So, ich erzähle euch das aber natürlich nicht nur, weil ich begeistert bin, sondern weil ihr auch etwas davor habt und das bringt uns dann auch wieder etwas. Nämlich mit dem Code HFFeelGood. Alles am Stück, alles groß. HFFeelGood. Könnt ihr 95 Franken Rabatt kriegen auf die ersten 4 Boxen. Ja, es gibt noch einen Link, wo wir da unten reinpacken, wenn ihr es auf YouTube schaut oder wenn ihr es auf irgendeiner Podcast-App loset, hat es einen Direktlink, wo euch weiterbringt. HF Feelgood ist der Code für 95 Franken Rabatt auf die ersten 4 Boxen. Probiert es mal aus, habt viel Spass und fühlt euch wie Chefköche. Weil so habe ich mich gefühlt. Ja? Die Folge also präsentiert von HelloFresh. Okay. Ja. Okay. Aber die Brummen sind gekommen. Ah, echt? Ja. Nein, echt? Nein, ich habe so gedacht, Neumann, weißt du? Ja, Neumann. Wer auch? Können die zuhören, von einem Fallus-Symbol reden? Können wir schlechte. Wenn wir über Mikrofon reden, dann wäre doch nein. Schön. Schönes, oh, schönes. Mikrofon. Gearpool. Yeah. Geil. Wir sind schon am Aufnehmen, ja. Dass das wissen. Okay. Ist das vorgeplänkelt? Nein, oder? Shit, ich bin immer noch so hell. Leg mal ja, aber ab. Ich auch extrem. Das kannst du ja nachher noch ein bisschen runterziehen, oder? Nein, das Problem ist bei mir, ist der jetzt, der so leuchtet. Ja, der kann ich auch regulieren. Eben, aber dann sind sie ja wieder nicht mehr. Verstehst du? Ist jetzt halt ein Lichtgestand. Lichtgestand. So. Ja, nun. Also an der Kamera tun wir jetzt sicher nichts verstellen, weil sonst wird. Sonst sind wir dann hier mit dort, wo wir gesehen sind. Das ist immer das Problem. Umstellen. Ich bin im Fall eigentlich zufrieden. Ich habe es ausser, dass ich nicht das Stehmikrofon haben wollte, wo ich einfach wirklich sonst muss die Hitte auf den Tisch legen, damit ich genug nahe bin. Beziehungsweise das Mikrofon umschmeißen mit meinen ausladenden, einladenden. Vor allem, wenn sie dann noch beleuchtet werden. Ja. Stell dir vor. Ja. Sonst bin ich völlig. Nein. Ich bin völlig zufrieden gewesen, da an dieser Ecke eigentlich, von Anfang her. Für mich hat man nichts mehr ändern. Ich habe nicht gesagt, dann kommt der Mr. Gearporn, Phallus-Symbol, Mikrofon. Hey, hast du jetzt nicht Schur macht auch Milchmaschine. Also wir sind eigentlich schon drin. Apropos Titten, ja. Schur macht auch Milchmaschine. Wirklich? Die gleiche Firma. Ja, ist die gleiche Firma. Das ist ja. Also ich habe mit denen noch... Mit Matteo haben wir es vor der Milchmaschine gehabt. Ja. Bis ich dann nach einer Stunde gemerkt habe, meint ein anderer. Okay. Yes. Ja. Dort kenne ich mich auch aus. Swiss Genetics.
Das ist die eidgenössische Samenbank von der Zuchtstier. Das ist eidgenössische Besamungsanstalt. Hast du dort mal einen Auftritt gehabt? Eine Art. Yeah. Die brauchen ja immer so Kühe, damit Muni kann absamen. Das nennt sich Torbogeneffekt. Ein Muni, yeah, der kommt auf alles zu, was so einen Bogen simuliert. Ah, ohne Sache? Mhm. Das heisst, eigentlich musst du auf den Bogen... Du musst einfach den Bogen können schlagen und dann... auf den Bogen machen. Ja, du musst einfach den Bogen machen und dann... musst aber natürlich ein gutes Gefäß haben, um das Absamen können auffangen. Und was ist der direkte Bezug zu dir jetzt da? Dass ich mir geholfen habe, Kühe besamen natürlich. Okay. Hast du so Gummihändchen. Und dann... tust du anale Kuh reingreifen, also rektal. Damit du nachher unten vaginal kannst das Röhrchen... Du tust also durch den Darm durch, tust du den Muttermund packen, damit du das Röhrchen nachher vaginal direkt im Muttermund kannst einführen. Aber der Auftritt ist immer noch nicht ersichtlich. Ja, über da wollen wir jetzt nicht reden. Okay. Nein, ich habe in Deauville habe ich den Böbner, das ist der Chef von der Swiss Genetics, der Direktor, habe ich interviewt für Deauville und habe gesagt, hast denn du die grösste Samenbank von der Schweiz? Und er hat gesagt, ja, wir sind die grössten. Und dann haben wir noch ein bisschen geredet und dann habe ich gesagt, also eigentlich Berufswichser. Und das ist dann irgendwie viral gegangen bei den jungen Bauern. Das ist offenbar, also mein Neffe hat mir nachher erzählt, der Lehrbauer, der hat mir nachher erzählt, ja, also wie nach der Berufsschule bei den jungen Landwirten, das sei auf TikTok, voll der Schissel, als ich Berufswichser sage, zum Direktor von der Samenbank. Der Bauernalgorithmus ist schön. Ja, total. Genau, irgendwie in eine Bubble reinkommen, die gar nicht erschwellen. Ja, ja. Gut, ungewollt. Ich glaube, wir führen mal an, oder? Ja. Ist gut. Ich denke, das ist jetzt schon performt. Das ist eigentlich schon vorbei. Was ich noch mache, ist ein ganz kurzer Klatscher, weil das ist jetzt gut für dich gesehen, Christoph, oder? Der Ton stimmt. Perfekt. Wir sind am Viertel. Ja, ich bin Bam! So, jetzt sind wir offiziell drin. Das alles vorher war effektiv Intro gesehen. Gut. Bis dann. Also Intro in die Kuh hinein. Intro. Quasi. Kuh-Intro? Ja, ja. Das wäre auch schön. Ja. Im Prinzip hast du Leben geschenkt. Intro Vagina. Ja. Ja. Hast du Leben geschenkt. Gespendet. Gespendet. Sommer gespendet. Nein. Ich hätte nicht gedacht, dass Patti Basel mal Sommer spendet. Aber tatsächlich. Ja, tun wir macht, was man kann, gell? Bei mir wäre ja die Eizellen spenden in der angesagt. Ja. Das nimmt mich wunder, ja. Könnten Kuh echt auch ein menschliches Embryo austragen? Oder gerade etwa 5, oder? Was haben Sie jetzt gerade? Zum ersten Mal ein Schweine... Ein Sauherz verpflanzt in den Maien. Ein Schweineherz? Ja. Was? Ein Mann. Ist das wichtig? Ja, ich glaube, das ist doch die wichtige Information, ist, dass es ein Mann ist, genau. Okay. Und so ist aber, glaube ich, weiblich gewesen. Das geht dann. Wirklich? Ja, wenn schon das Herz, dann willst du ein besseres als vorher gehabt. Ein weibliches Schweineherz ist immer noch besser als ein Mann. Ja, das ist egal. Nein, ich weiss, was ich spannend gefunden habe, ist die Information in der Zeitung, weil man bei dem Mann offenbar, also der Körper hat sich nicht qualifiziert, für dass man ein menschliches Herz rein verpflanzen würde. Yeah. Mich nimmt es Wunder, was qualifiziert ein Körper dazu, dass man ein Schweineherz rein verpflanzen muss. Hast du nicht so einen netten Mensch gesehen? So, man weiss es nicht. Wir wollen nicht ein ganzes Menschenherz für dich verschwenden. Ja, es ist einfach schade. Oder? Ja, aber die ganze Dimension kommt ja dann eigentlich mit Swiss Transplant und den Anmeldungen ja nochmal einen anderen Aspekt über, oder? Die Frage ist, hat sich die Soul selber angemeldet? Genau. Ja, das ist natürlich eine spannende Folge. Ja. Aber nur ist es in der Schweiz gesehen? Nein, es ist in den USA gesehen, nehme ich an. In Großbritannien, glaube ich. Oder in Großbritannien. Ja, dort macht man so Zeit. Hast du es schon gefunden, Christoph? Ich habe dich gesehen, hier irgendjemand rumgoogeln. Ja. USA, Amerikaner. Ah, okay, okay, gut. Vielleicht ist er auch einfach 500 Kilo schwer gewesen, der Mann. Und dann ist es ein normales menschliches Herz zu klein. Ist das jetzt der Mann oder das ist das jetzt Herz das oder das Schnauze? Ja. Jetzt, warte, langsam. Wo wolltest du anfangen? 57. Zurück, aber. Langsam. Grundstein, okay, 8-stündige Operation. Weiter. Abstimmen müssen wir nicht. So,
Es funktioniert und es sieht normal aus. Also anschauen muss man sie ja eh nicht groß, oder? Stimmt, das haben sie aber auch noch gesagt. Sie wissen ja nicht, wie fest es denn effektiv, wie lange es denn hebt. Ja. Man kann es mal reinpflanzen, es kann es annehmen, aber... Die Frage ist auch, wo ist die Obsoleszenz bei einer Sau, oder? Also die Zollbruchstelle. Was geht am schnellsten kaputt? Weil eine Sau lebt ja nicht so lange wie ein Mensch normalerweise. Die haben eine viel geringere Lebenserwartung. Aber hast du schon 57? Aber liegt es am Herz bei der Sau, dass sie früher stirbt? Weil dann wäre es blöd, oder? Also wenn die Obsoleszenz von einem Sauherz einfach 10 Jahre ist, dann stirbt er mit 67. Was wieder gut ist, weil in den USA ist es sowieso ein bisschen schwierig mit Altersvorsorge, oder? Ja. Yeah. Ja, und so oder so in den USA, die fressen alle wie Säue. Ja. Das heisst, es ist so auch nicht wirklich eine lange Lebenserwartung. Er hat eigentlich sein Essen in sich hinein verpflanzt, als Herz. Sagst du den Schluss, Christoph, sorry. Einfach, weil jetzt, was ist, ihr wird aber gezeigt, was die Entscheidung ist, warum er bereits zu krank. Das ist es. Da steht es. Alle anderen Behandlungsmöglichkeiten sind ausgeschöpft gesehen. Ja, aber wieso nicht das Menschliches? Das fragt. Eben, es ist wirklich zu krank gesehen. Für ein menschliches Herz. Ein menschliches Herz war wirklich verschwendet. Zu schade. Ja. Weil man hat ja schon zu wenig Herzen. Das hat man aber auch bei Menschen, die ihre eigenen noch besitzen. Man hat einfach zu wenig Herz heutzutage. Zu wenig Herz? Aber ich meine zu wenig Herzen, um überhaupt zu transplantieren. Weil das muss ja im richtigen Moment muss ja ein Summe sein. Oder? Ja, also ich finde natürlich durchaus auch, dass man die aktiv akquirieren, die Herzen. Aber das ist ethisch, glaube ich, nicht vertretbar. Ja. Nein, es gibt doch Menschen, die haben ein gutes Herz, also sowohl jetzt, emotional wie als auch physisch. Und aber den Rest vom Körper kannst du nicht so brauchen, oder? Also, oder vielleicht auch der Intellekt. Und eigentlich, ja, also dort könnte man ja einfach sagen, du. Für etwas bist du wenigstens gut gewesen. Das nehmen wir jetzt. Ja, das nehmen wir Herz. Jetzt. Ja, ja. Ich frage mich, warum es bei uns immer noch so ist, dass man muss aktiv sagen, wenn man etwas will von sich geben, anstelle von... Es wird jetzt geändert. Wenn jetzt? Ja, also das ist in der Vernehmlassung quasi. Das haben sie in der letzten Session, ist das glaub, durchgekommen, dass man... wie heisst es? Widerspruchslösung? Ja. Dass man eigentlich automatisch Spenderin wird, falls man nicht ausfüllt, man will nicht. Genau, so. Genau. Wie es ja eigentlich schon bei den meisten ist, außer bei uns. Mhm. Das Lustige ist ja, umgekehrt bei sexuellen Handlungen ist es ja immer noch so, dass es nicht nur Ja heisst Ja, sondern wenn man nicht aktiv Nein sagt, dann ist es auch, dann ist es ein Ja. Also der lebendige Körper ist weniger geschützt als der Tote in der Schweiz. Und das sagt doch relativ viel aus über unsere Politik, oder? Also die Leichen sind besser geschützt als die Lebenden. Mhm. Ich glaube, das Problem ist, das eine ist eher eine Gesetzeslage und das andere ist emotionale Geschichte. Ist eine Lage. Ist genau, ist eine Lage am ist alles. Es ist aber alles in der Horizontale, die Toten und die Lebenden. Also es ist... Gut, man kann vertikal tot sein. Das stimmt. So, das war es gesehen mit dem heutigen Figo-Podcast. Vielen herzlichen Dank. Sind wir sind alle vertikal tot. Nein, solange noch irgendetwas vertikal ist, Joel, besteht noch Hoffnung. Bei dir ist die Frisur eigentlich immer relativ vertikal. Die ist meistens vertikal, ja. Jetzt sind sie zwar sehr lang für meine Verhältnisse, also vor allem auf der Seite irgendwie, das muss jetzt die nächsten Tage wieder mal abkauen. Aber das auf der Seite ist ja nicht das Vertikale. Aber das dürfte eben nicht vertikal sein, sonst wird es langsam, wie es so runtergeht. Bei dir wachsen die Haare von Natur aus einfach gegen hoch, gell? Also die, das ist nicht die Gravitation. Wie eigentlich alles bei mir. Wie eigentlich alles bei dir, einfach gegen das ist... Und du hast versteckt unter dem Käppi genau, deine Haarpracht. Genau, ich habe einen Bad Hair Day eingezogen. Wirklich? Ich glaube, das Bad Hair Leben. Was hast du momentan? Ja, so ein bisschen einfach... Ja, aber das ist ja... Ja. Das ist ja bezeichnend. Aber das ist ja... Das ist ja voll in Ordnung. Nein, so, aber das ist ja... Ich sage jetzt lieber nichts. Das ist ja... weil es ist ja gar nichts da eigentlich. Das ist ja wenig. Das ist ja wenig. Wenig bis nein, ich habe gerade überlegt, wenn du auftrittst, habe ich dich aber noch nie mit Käppi gesehen. Ja, das ist effektiv so. Privatding. Hast du das selber entschieden? Mit dem Käppli.
Nein, mit dem kein Käppli beim Auftritt anhaben. Oder hat Patti gesagt, du musst. Das ist so, Patti hat suggeriert, dass ich das privat kann entscheiden kann. Und ich habe dann das privat entschieden, natürlich. Mit einem gewissen Druck? Nein, eigentlich. Hat einen gemeinsamen Kompromiss gefunden? Extrem subtil ist das klar gemacht worden. Ich bin immer wirklich sehr subtil in meiner Dominanz und, Diktatur. Ja, und das ist auch absolut klar gewesen. Also eben der Hintergrund von studierter Erziehungswissenschaftlerin und auch praktizierender Lehrerin ist natürlich so, dass man sagt, zieh das Käppli ab, Kopfdami. Wenn ich da referiere, ist das Käppli abgezogen. Ja, so ich kenne das aus der Schule. Genau. Sie ziehen alle Kappen ab, tu dort den und Hijab auch weg. Ist verboten in der Schweiz. So. Ist das deine Lehrerinnenstimme gesehen? Nein, natürlich nicht. Komm jetzt. Nein, meine Lehrerinnenstimme ist viel zu erotisch gewesen für die Schule, darum musste ich aufhören, Schule gehen. Das ist schon fast sexuelle Belästigung. Das sind ja auch die Geschichten, die man eben gerade im Aargau hat man gelesen. Ja. Was denn? Irgendwie Lehrerin und Schüler. Im Aargau? Ja, echt, wo ist man da? 20 Minuten? Ich habe etwas über mich in der Zeitung. Nein, der Charlie hat sogar ein Bit drüber gehabt, weil er gesagt hat, wo ist das gewesen, ist der, in der Schule war. Ist Charlie der Schüler gewesen? Könnte ich mir noch vorstellen. Theoretisch hätte Charlie können bei mir in die Schule gehen. Ja, eben, wieso? Das war so geil. Stell dir vor. Also vielleicht müssen wir schon sagen, wer der Charlie ist, oder? Für alle, die Charlie sicher besser kennen als mich. Alle, die diesen Podcast konsumieren. Alle, die da schauen und hören, wissen, wer der Charlie ist. Im Normalfall. Alle, die Werbungen sehen, Wingo, Amag. Swissmilk. Du musst sie ja nicht mal sehen, die Werbung. Sie kommt ja zu dir, egal wo du bist. Ja, ich kann. Es gibt Leute, die schauen aktiv Werbungen, aber Menschen, die nicht aktiv Werbungen schauen, haben trotzdem den Charlie schon gesehen. Ich träume am und dann habe ich wirklich so Werbeunterbrüche, wo der Charlie kommt. Also wirklich. Stürzt das rein? Ja, wirklich. Schöner erotischer Traum und plötzlich kommt der Charlie so: Hey! Bingo! Hey! Habt ihr gewusst, wieso das? 90%! So, nein, das ist gerade so schön gewesen. Und, plötzlich steht er im Schlafzimmer. Das passiert. Ja, aber das war ja wirklich der Knaller gewesen, wenn er bei dir in der Schule war. Bis wann hast du unterrichtet? Bis sie noch nicht unterrichtet. Bis 1992. Bin ich gar noch nicht auf der Welt. Oh, sorry. 2013, glaube ich. 2014. Ah, doch noch? Mhm. Also jetzt rechnet es. 8 Jahre. Ja, bald 8 Jahre. Ja, also die 2 Jahre Pandemie zähle ich nicht. Wirklich? Ich bin nicht älter geworden dann. Weißt du wie? Wenn man auf den Geburtstag würde dort ansetzen, wo... Ja, aber es gibt ja wirklich Leute, die haben irgendwie jetzt ihre 40. oder 30. einfach zweimal müssen verschieben, die armen Menschen. Gut, wir mussten etwa 300 Shows zweimal verschieben, aber... Ja, unter anderem bei mir auch ein paar Geburtstage, die eben genauso dann abgesagt oder verschoben worden sind. Und sind gerade um 10 Jahre verschoben worden, oder wie? Ja, das heisst dann so, ja, das machen wir dann schon noch. Und dann nachher denkst du so, ja, aber jetzt also... Hauptsache, kommst du Ersatzzahlungen rüber, musst du den Scheissdreck nicht noch machen, wenn du Geburtstag spielen kannst. Doch, also am einen wäre ich gern gewesen. An deinem... An meinem eigenen spiele ich eben jedes Mal eine Stunde. Alles neues Material, das ich wirklich extra austest für den Geburtstag. Das einzige Mal, wo du wirklich Zuschauer hast. Genau. Und dort macht es dann auch extrem Sinn, weißt du, so die richtig privaten Probleme und Familiengeschichten, so zerrüttete Verhältnisse. Das tue ich dort dann immer als eine Stunde Comedy, tue ich das dann... Also eigentlich ist es eine Familientherapie, machst du eine Familienaufstellung noch. Genau. Noch die Whiskyflasche. Genau. Und weißt du, für die Bühne tut mir gerne das eine oder andere bisschen als Detail umändern. Mhm. Aber dort nicht, das ist dann wirklich mein Stock besoffen. Es hat auch gar keinen Sinn, zum umzuändern, weil sie wissen ja gleich, wer gemeint ist. Richtig. Also, dann wird wirklich der Name gesagt, meine stock besoffene Tante. Genau. So. Das war jetzt aber kein Name gewesen, wie heisst sie? Die heisst einfach so, das die ist die stock besoffene Dame. Ich habe nie einen Namen gewusst. Der Erich Gwäbach, ist das dein uneheliche Pflegevater? Da bin ich sehr froh, dass keine Verwandtschaft irgendjemand ist das so? Zum Erich Gwäbach zurückführt. Ja. Aber du, in Basel ist es ja gar nicht viel anders als im Fricktal. Ich gehöre, im Teig hat man sich auch vor allem innerhalb vom Teig vermehrt, oder? Ja, aber der Teig ist ja auch ein wahnsinnig kleiner Prozentteil.
Bist du, hast du noch ein Teig in dir? Nein, eben nicht. Also, null. Das ist das, was die Leute immer meinen von Basel, dass irgendwie, sobald jemand zu Basel rumläuft, ist irgendeine Verbindung zum Teig. Ja. Aber es ist, sind tatsächlich, ich weiß nicht mal wie viel, zwei, drei, also an einer Hand abzählt Familien, wo da wirklich der Teig sind. Was sind denn die? Öris? Also Hoffmanns, Öris, Sarrazin, Burkert und vielleicht noch Fischer mit Fegeli V. Fegeli V. So, ja. Den wüsst ihr aber auch nicht, ja, ja, was es noch ja gibt. Ja. Und das war dann der Teig. Und dort ist dann auch noch die Definition, was gehört jetzt eben noch wirklich zum Teig und was ist so. Also eben so angerotet, die werden nie zum Teig gehören. Das ist. Man muss ja, blutsverwandt sein. Wenn du dann angerotet natürlich ein Kind zeugst. Eben, dann ist es natürlich die Frage, wie fest. Wie fest kehrt das dazu? Wie gell? Fest kehrt das dazu? Yeah. Nein, yeah. Darum, ich habe nichts mit dem Teig zu tun. Also, ich komme ja von der deutschen Seite. Ich bin ja gar nicht. Ja, klar bin ich quasi geboren und aufgewachsen. Aber der Blutstrang geht sehr schnell über die Grenze. Also welche? Der matrilinear? Oder man kann ja nur. Also zumindest bis vor etwa zwei Generationen hat man eigentlich nur den matrilinear wirklich anweisen, obwohl der patrilinear aufgeschrieben worden ist, was völlig keinen Sinn macht, weil, yeah, weil bei den Vätern weißt du ja irgendwie, jedes achte Kind ist eh ein Kuckuckskind. Ja, ja, ja. Also nein, die Stammbäume machen ja all keinen Sinn, die würden nur Sinn machen, wenn es der Mutterlinie noch wieder läuft. Ja, yeah. Wobei bei mir läuft es tatsächlich, ich weiss, bis zu... was sind das jetzt? Dann von vier Generationen weiß ich, wie es über die Mutterlinie läuft. Tatsächlich. Der hat einen Stammbaum. Ja. Yeah. Bis ja 15 irgendwas. Haben wir da schon mal besprochen. Ja, das ist crazy. Ich also zwei hast du denn so eine Hobby-Genealogie? Nein, der Podcast. Machst du noch ein bisschen Hobby-Genealogie? So Stammbaum zeichnen? Und nice, und das hat wirklich einfach schon mal einer gemacht. Mhm. Bei uns. Und darum habe ich zwei so dicke Familienbänder von der Familie von Mutzenbecher bis 1568. Das ist ja von, also hast von. Du Adel noch tatsächlich? Ja, aber es ist ja weg. Es ist ja komplett verarmt, verbombt. Ja, gleich. Die Grenzen sind neu gezogen. Das ist alles weg. Ja, aber du dürftest vielleicht noch irgendeine Prinzessin heiraten oder so. Also, weißt also im Deutschen war ich... Es ist jetzt die Frage, ob ich als erster Kömmling zähle oder nicht, aber ich war mindestens Freiherr oder Baron. So. Ja? Oh, darum wachsen die Horge Gobbe. Ja? Baron von Mutzenbecher. Nein, aber, ja. Aber eben darum, das ist ja sehr, sehr viel Deutschland und sehr wenig Basel. Außer irgendwann dann im 20. Jahrhundert, so Mitte auf einmal, keine Ahnung wo. Und wenn doch du so deutsche Verbindungen hast, wieso yeah bist du nicht in Deutschland durchgestartet, wie der Alain Frey oder die Heiselbrugger? Wieso ich nicht durchgestartet bin, kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Hast du es gar nicht probiert? Doch, natürlich. Also ich bin schon ein paar Mal in Deutschland gesehen. Aber ich glaube, man muss wie entscheiden, entweder oder. So, ich glaube, man kann nicht beides machen. Und ich bin in der Schweiz einfach schon sehr happy und sehr zufrieden. Es gibt einfach mehr Kohlen in der Schweiz. Ja, das auch. Die Anfahrtswege sind nicht so lang. Nein, aber also, es ist natürlich schon so. Ich meine, für ein paar Franken oder Euro durch die halbe Weltreise gefühlt und dann wieder zurück, hat sich dann halt schnell ergeben, wenn ich gemerkt habe, ich mache einfach Quatsch, weil da kann ich mehrere Tage und ich mache Fernsehgeschichten. Aber für einen einzelnen Auftritt irgendwann auf, keine Ahnung, Oberbayern, was noch nicht mal so weit wäre. Es kommt halt immer darauf an, ist es Olympiastadion oder ist es Kellertheater in hinter Es ist natürlich das Kellertheater. Du könntest natürlich 300 Mal im Jahr das Kellertheater irgendwann machen, aber ich will nicht 300 Mal im Jahr spielen und ich will auch nicht nur unterwegs sein und ich bin so happy, wenn ich mal nach Hause gehe. Und darum ist es wirklich einfach ein bisschen Faulheit und Bequemlichkeit. I'm always happy when I'm home. Ja, aber es ist ja wirklich so. Es ist wirklich so. Und darum ist dann, ganz ehrlich auch, keine Ahnung, RTL Comedy Grand Prix. Da schauen irgendwie 3 Millionen Leute. Mhm. 6 Tickets verkauft nachher. Ja, eben vielleicht darum, also will sie die Will sie mich sehen? Ja, natürlich. Aber also ich weiß, es ist nicht der beste Auftritt gesehen. Aber ich weiß nicht, ich habe ihn nicht geschaut. Sorry. Ich habe fast auf die Bühne gekotzt. Also es ist wirklich ganz schlimm gewesen. Also aber wirklich? Bist du so aufgeregt gewesen, oder? Betrunken, oder? Kater, alles zusammen. Alles. Betrunken gesehen,
Du bist betrunken an einem Auftritt, wo weisst du, dass 3 Millionen Noch ein bisschen Schmerzmittel drin gehabt. Schmerzmittel, sagt man denn? Das ist der, der seine Haare ausstellt. Das sind Schmerzmittel. Ein bisschen lang und wach gesehen am Oben vorher. Nein, Vollmond war auch noch. Ja. Biorhythmisch. Biorhythmisches Gefühl. Endometriose hast du noch gehabt. Ist was? Endometriose? Kenne ich nicht. Das sind die, die sehr starke Menstruationsschmerzen haben. Das hast du, glaube nicht. Das habe ich nicht. Hast du nicht? Nein, überhaupt nicht. Auch nicht so Sympathie. Wie nennt man das? Sympathieschmerzen. Also Mitgefühl? Ja. Nein. Nein, das habe ich gelernt von der Party. Du bist kein Mitgefühl, du bist eiskalt. Ich bin, genau. Wir sind Aargauer, also weißt du, Kühltürme. Ja. Nur mit dem wir strahlen nur mit dem richtigen Brennstab drin, aber sonst... Verstehst du? Nein, aber zum schnell Geschichte abschließen. Es ist vielleicht nicht der beste Auftritt gesehen, aber er hat trotzdem... Spass gemacht? Nein. 6 Tickets nicht verkauft? Nein, aber das ist erstaunlich gesehen, dass... Social Media, weißt, Follows und Zeugs und Sachen in die Höhe geschnellt. Mhm. Mehr als die Person, die gewonnen hat damals. Weil das machst du ja dann. Du fährst ja dann auch vergleichen und sagst, wie viel habe ich jetzt gekriegt? Wie viel hat die Person gekriegt? Wer hat denn gewonnen? Der Thorsten Bär. Der gewonnen. Mhm. Ja. Thorsten Sträter, Thorsten Bär. Nein, der Sträter ist schon lange unterwegs. Thorsten Bär, Also so ein Newcomer? Nein, der ist auch schon lange unterwegs gewesen. Der hat ihn sicher schon 10 Jahre in Deutschland sich kaputt getourt. Und jetzt hat er so eine Amazon Prime Special können machen. Und ich glaube, RTL hat irgendwie sein Solo ausgestrahlt. Und keine Ahnung. So, auf jeden Fall merkst du dann einfach, es ist wie bei allem, wenn du lang immer das Gleiche machst und lange dabei bleibst, danach passiert mit der Zeit etwas. Mhm. Aber genauso wie ich in der Schweiz Gefühl hatte damals, nach dem ersten Fernsehauftritt geht es ab wie Sau, ist in Deutschland, auch wenn es 3 Millionen sind, ist das Verhältnis etwas Gleiches. Dass einfach wegen einem Fernsehauftritt kommt jetzt noch niemand die Solo schauen. Mhm. Wenn du, keine Ahnung, 20 Fernsehauftritte gemacht hast, dann hast du wahrscheinlich eine kleine Gruppe an Menschen, die finden, das gehen wir mal schauen und danach kommen wir wieder mehr. So, und einfach die ganze Aufbauarbeit, die in der Schweiz bei mir passiert ist, die habe ich in Deutschland natürlich nicht gemacht. Und wenn ich die würde machen wollte, dann müsste ich ein paar Jahre hier richtig kürzer treten. Und auf das habe ich nicht so Bock. Ja, und also eine Tochsentour würde ich jetzt auch nicht machen in Deutschland. Also wenn du im Fernsehen spielen kannst, ist super, oder? Das ist aber alles andere. Ich glaube halt einfach, das Problem ist, gell, die Leute, die jetzt noch, klar, jetzt schauen alle Fernsehen, Pandemie und so, aber es ist so fragmentiert. Das heisst, okay, du bist bei RTL, dann erreichst du das RTL-Publikum, dann kommst du zur ARD, dann musst du irgendwie, okay, dann hast du vielleicht das ARD-Publikum. Yeah. Aber dass das kongruent ist, dass das dann die Leute sind, die deine Shows nehmen können, finde ich, ist dort irgendwie wie auf einem anderen Blatt. Oder? Ja, und es ist vor allem natürlich auch, weil es so ein grosses Land ist. Das heisst, du erreichst von mir aus jetzt das RTL-Publikum. Mhm. So, jetzt in meinem Fall die 6 Tickets. Das ist gesehen Berlin und was ist gesehen Stuttgart. So, ich hatte noch in Frankfurt eine Show gehabt, in Hamburg und in, weiß schon nicht mehr. Berlin, Stuttgart. So. Bielefeld gibt es nicht. Irgendetwas dazwischen noch. Köln. Also, jetzt tust du natürlich die Stadt bedienen, wo schon die ganze Zeit irgendwas läuft wie Sau und 100.000 Comedy-Shows. Und dann schreibt aber jemand aus, keine Ahnung, Erfurt, kommst du mal auf Erfurt? Und jemand schreibt, hey, Villingen-Schwenningen wäre eine tolle Location, wo du könntest spielen. Also, auch dort ist dann alles so segmentiert. Ja, ja. Wo, ich stunde schon in der Schweiz, wie viel ich immer noch an Locations finde. Wo noch jungfräulich, unbespielt. Unbespielt vom Joel. Ja. Wo noch kannst du wirklich deflorieren. Wo noch ein paar Platz hat. Und wo ich so denke, auch die Leute, die kommen ja nicht extra auf Zürich, wenn man in Zürich spielt. Aber wenn jetzt schon etwas in deinem Dorf läuft, dann sagst du, komm, gehen wir mal schauen. Mhm. Also wie alt ist dein Publikum dann im Schnitt? Im Schnitt? Was bin ich jetzt? Jetzt werde ich 34. Also würde ich sagen, im Schnitt minus 5 bis 10 Jahre bis plus 15 bis 20. So. Mhm. Ich glaube, das ist echt ein bisschen der Unterschied zwischen so wirklich Stand-up und das, was wir machen, wo so auch ein bisschen Richtung Kabarett geht. Da ist einfach... Was haben die? Wir haben schon auch
solche, die vielleicht irgendwie 10 Jahre jünger sind als wir, aber wenig. Ja. Yeah. Aber wir haben einfach, egal wie alt wir sind, haben wir einfach, im Schnitt sind es einfach 60, die... Das ist einfach so. Das ist einfach, das ist nicht... Ja. Es fängt an mit 60 und die fängt an mit so, sagen wir, Mitte 20 und die kommen oft irgendwann an den Punkt, wo die gleich alt sind. Ja. Und ja, wir wachsen ein bisschen in das Publikum rein quasi. Nein, in die Bubble. Und bei uns ist es eher so gesehen, also zumindest bei mir, du fährst an und dann kommen wirklich sehr viele Gleichaltrige und eher Jüngere. Mhm. Und dann macht das irgendwann so ein bisschen auf. Irgendwann kommen dann noch ein bisschen Ältere und irgendwann hast du dann noch die Leute, die gleich alt sind wie du, die kommen zwar mit, aber viel Jüngere kommen dann nicht mehr. Ja, weißt, wenn du Kabarett spielst, so im Kleintheater im Dorf, aus das Kellertheater, das Hinterpfupfiken, yeah, oder? Oder yeah. Vielleicht ist es halt einmal mehr zu kalt, weil wegen Pandemie hast du ein bisschen weiter auseinander können höckeln. Yeah, yeah, yeah. Und dann gehen natürlich die 25-Jährigen nicht als gleichen Ort in Ausgang wie ihre Eltern, ihre 50-jährigen yeah, Eltern, yeah, oder? Yeah. Sondern die gehen dann, die kommen vielleicht schon auch uns schauen, wenn wir irgendwo in Zürich im Volkshaus spielen oder keine Ahnung, irgendwo... Yeah. Oder Sorry. Ja. Sorry. Lost, oder sagt immer das? Falsch. Ja. An einem Slam oder so, weißt du, dann in der, oder so, yeah, wo dann viel auch studentisches Publikum ist und so, oder in der Roten Fabrik oder keine Ahnung, wo ich die gleichen Texte mache, aber es ist ein anderes Setting. Yeah. Aber auf dem Land draussen, dort sind halt dann einfach eben so die, das ist wirklich, meistens sind so die 50- bis 60-jährigen Handarbeitslehrerinnen mit den handgefilzten Ketteli und Stülpen. Oder? Stimmt. Ja, genau. Und die möchten gerne Jungen mit dem Käppli. Wobei die Berufsjugendlichen. Ich weiß genau, was du wolltest sagen, aber ich muss genau intervenieren. Ja. Es gibt dann schon auch ganz Junge, die einfach mühen mitkommen. Ah, ja, mit ihren Eltern. Den Eltern. Ja, genau. Ja. Die gibt es dann natürlich schon. Ja, ja. Yeah, also yeah. So die, die eigentlich fast zu jung sind für unser Programm. Da gibt es Desperate Housewives, die kommen nur wegen dir. Ja gut, okay. Ja, das ist dann natürlich dir. Wirklich? Wenn sie das zu dann noch... Ja, ja. Eine kleine Session nach der Show. Ja, das kann mal passieren, gell? ich trage das mit Fassung. Ja. Wird das ihre Klaviatur wird das noch anzeigen? Kannst du mich auch ein bisschen bespielen? Mit deinen filigranen Fingern. Weil er sieht ja aus, ein bisschen wie der Michel Gammenthaler. Wird jemand mal verwechselt. Sicher nicht. Und dann wird er gefragt, ob er auch so magische Fingerchen hat. Ja. Ich habe das bis jetzt nicht gecheckt. Ich habe gemeint, du bist eine Figur von Michel Gammel. Das ist absolut richtig. Wenn weil du es gibt mit der Party unterwegs bist. Ja, richtig. Nein, es gibt auch kein einziges Foto, es gibt kein einziges Foto von Michel Gammenthaler und mir gleichzeitig. Ja, das ist richtig. Eigentlich war mal die Idee, dass der Michel Gammenthaler mich aus dem Hut zaubert und dann habe ich nicht Platz im Hut. Und dann hat er gesagt, okay, dann tue ich mich einfach als Pianist ausgeben. Aber er hat auch nicht mehr seinen Fingerhut nehmen. Also, weißt, das stimmt, aber er hat es halt mit den Fingern. Du kennst ja die Zauberer. Tust du nicht auch noch ein bisschen zaubern? Hä, nein, ich bin ein großer Zauberfan. Echt? Sicher? Ja. Ich bin gerade schockiert. Nein. Wegen? Also, ja, ich... Du auch, du bist doch Assistent von Alex Porter. Das stimmt, gewesen, und ja. Ich habe ihm den Zaubertrick versichert. Du hast ihm das Ei am Boden gerührt. Er hat das Ei am Boden gerührt. Wir hatten ein Streaming, also so ein bisschen Notstreaming von den Agenturen, wo alle Künstler von diesen Agenturen können, yeah, kleine Nummern zeigen und dann hat der Alex eine Assistentin gebraucht und das war dann ich gewesen. Yeah. Ja. Einfach die hübscheste Person im Raum genommen. Und dann ist wirklich... Michel Gammenthaler hat selber schon einen Stream gehabt. Ja. Genau. Er hat doch gedacht, er nimmt einen aus, wie der Michel Gammenthaler, der könnte das sicher. Sein Streaming-Trick habe ich dann crashed und das ist irgendwie so. Du hast einfach das Ei crashed. Du hast wirklich Spiegelei im Boden. Sicher nicht. Ja. Mal. Aber ich habe gerade letzte Woche mit ihm telefoniert und es ist vergessen. Es ist gut. Das ist so. Wir sehen ihn am Samstag, glaube ich. Ich kenne die Geschichte von einem Zauberer, wo der Trick so ultimativ schief gegangen ist, dass es einfach als Comedy-Nummer hat es schon wieder geil gefunden. Ich habe nicht gemeint, sie extra. Ich habe gemeint, dass sie jetzt so Zauber-Comedy. Dass sie jetzt einfach so nicht ganz ernst und so. Und habe gedacht, ist noch lustig, aber irgendwie die Schlusspointe ist mir noch ein bisschen zu wenig stark. Aber eigentlich, ja, vielleicht hat Philipp Sey ein bisschen mehr auf den Boden crashen. Ich habe wirklich gedacht, dass sie abgesprochen und gefunden, ha. Ja, dann ist es eben geil. Aber das Problem ist, man merkt eben dann gleich, meistens anhand von der Nervosität von der Person, dass es nicht klappt. Vielleicht nicht richtig gesehen. Ja. So, ja. Weil dort ist es gesehen, die Geschichte von so einer Kuckucksuhr,
wo schon der Ur-Ur-Urgroßvater besessen hat. So, also irgendwie schon der Kuckucks-Urgroßvater. Der Kuckucks-Großvater. Und irgendwie, dort hat, glaube ich, schon niemand die Geschichte geglaubt. Das ist immer schon bei der Zauberei, ist immer schon ein bisschen blöd, wenn du eine Prämisse machst, wo einfach niemand glaubt, oder? Aber es ist irgendwie gesehen, doch, und ich habe eine starke Verbundenheit zu der Kuckucks-Ur und dem Ur. Großvater, bla bla bla. Und irgendwie ist es dann darum gegangen, dass die andere Person muss eine Zeit sagen und die Kuckucksuhr, die hat die Zeit irgendwie vorausgesehen. Irgendwie so, ja. Oder? Und dann? Jetzt hat es irgendwie ein technisches Problem gegeben, dass man auch irgendwie sagt, so, und was ist deine Zeit gesehen? Was ist deine Zeit gesehen? 15:30 Uhr. 15:30 Uhr, das ist jetzt Wahnsinn. Dass er dann so ein Tierchen von der Kuckucksuhr wegnimmt und das ist immer noch 12:00 Uhr. Und er selber sieht es nicht einmal, er meint, der Trick hat funktioniert. Und ja. Ist er so also ganz stolz. Und alle sind so. Ja, aber das ist dann. Und dann macht er irgendwann so. Bschst, bschst. Und dann hat er von der Uhr einstellen. Oh. Und das ist, ich meine, wenn du das extra machst, ist doch ein mega geiler Joke. Kennst du Karl Einar Häckner? Nein. Das ist der beste Comedian-Zauber, den ich kenne. Der ist einfach, der sieht schon so vertrottelt aus in der Mischung zwischen, es ist ein Schwede, glaube ich. Und weißt du, so wie die Emo, die skandinavischen Emo-Bands, da, wie heißt es, Him und so, weißt du, irgendwie so. Oh! Also, oh! Der hat so einen Zylinder und dann. Wie heißt er? Karl Einar Häckner. Und der gibt sich wirklich auch so als Trottel aus und so. Und aber eine Mischung zwischen so Heavy Metal, Emo, Skandinav und. Heavy Trottel. Heavy Trottel. Und der ist einfach lustig, weißt du, und der macht auch so Understatement, ist ja völlig unterspannt auf der Bühne. Und denkst du manchmal, ja, da hat er es nicht extra gemacht, aber es ist, glaube ich, dann eben schon sehr extra. Das finde ich aber geil. Also zum Beispiel, ich meine, ja, Penn & Teller, genau, ja, zeig dir mal. Ah, herrlich. Ja, ja. Das gefällt mir. Das ist genau das Teil, was ich gerne habe. Ja, klar. Ja, und mit dem kannst du eben auch sehr gut noch ein bisschen verkommen. Nach der Show. Und er ist so, wie man sich so vorstellt, Pfinne in der Sauna, er sagt nicht viel, er macht dann so. Und nachher sauft er wieder einen halben Liter Wodka und macht er. Aber wenn er etwas sagt, ist es auch lustig. Aber es ist super lustig, ja. Ja. Es ist dann auch irgendwie schwedisch, verstehst du es nicht, aber es ist super lustig. Hölle, Hölle. Der Hölle. Und du verreckst von Lachen. Ja. Ich finde es schon lustig, die Schweden. Ja. Aber das nimmt mich jetzt schon wunder, was ist genau dein Zugang zur Zauberei und zur Magie? Das, irgendwie bin ich schockiert. Du hasst Zauberer? Nein, ich bin einfach. Immer für den. Nein, ich muss gesagt. Es ist doch einfach. Du wärst gerne der Gammetal. Nicht einmal, nein, das ist eine Unterstellung, absolut. Das Gammetal-Trauma. Er versucht es immer, er nimmt dann so Karten macht so, und es passiert nichts, weißt du? So, ja, das geht nicht. Nein, also. Blum. Genau. Das ist mal ein Hütchen, das ist ein Has drunter. Ein Has, genau. Nein, das ist so eine Frisur. Has, genau. Still Has, der Endo. Nein, es gibt doch einfach. Krieg zum Schluss, man hat die Frisuren gewechselt. Ja. Es gibt doch einfach so eine Art Zauberei, wo weißt, zugänglich ist für normale Menschen, denke ich jetzt. Ja. Und die Tricks, die sind doch irgendwie seit 200 Jahren die gleichen. Ja. Oder? Und dann gibt es. So ein paar wenige, irgendwie, wie heißt der Marco Tempest zum Beispiel, der ja so geiles Zeug mit Videos macht und so. Mhm. Wo ich extrem faszinierend finde. Ja, gibt es aber die auch hunderte. Aber ja, natürlich. Du kennst sogar den Namen. Ja. Nein, aber Marco Tempest kennst du natürlich. Gut, ich, aber eben, eigentlich, was ist die Faszination, irgendeinen 100-jährigen Trick zu sehen? Klar, wenn du eine geile Geschichte rundherum hast und so, dann ist das cool. Sagt der Pianist, der 200-jährige Klaviermusik spielt. Nein, hallo, ich komponiere. Ich sehe natürlich schon die Parallelen. Genauso wie man sagt, in der Musik, irgendwann hast du also alle Akkorde, hast du schon mal entdeckt. Die Abfolge kann man ab und zu ein bisschen ändern. Gibt es auch Theorie, dass in der Comedy vielleicht 7 verschiedene Witze gibt in der Basis. Und alles andere sind einfach immer eben Variationen, so genau, eine andere Geschichte dazu und mit Kombination, anderes Personal, Kombination von denen einzelnen Sachen, etc. Und bei Zauberei sind es
wie ja auch sonst bei Bühnensachen, sind es so viele verschiedene Disziplinen, dass ich zum Beispiel eben zum Beispiel recht geil finde, Penn & Teller haben so eine Fernsehsendung. Das haben wir nicht. Die heisst Fool Us. Und da kommen verschiedene Zauber-Acts und die haben, glaube ich, 5 Minuten oder so. Und das ist dann halt meistens ein Trick, aber es ist ja schon eine Kombination von Tricks und irgendeine Geschichte und so. Und die anderen zwei sind super alte Zauberhasen und die müssen dann eben sagen, wir wissen, wie der Trick funktioniert. So. Und sie sagt es dann immer kodiert, damit der Zuschauer es nicht herausfindet. Man checkt wirklich nicht, was sie zum Teil meinen. Ja. Und dann gibt es ganz selten wirklich einen Moment, wo sie sagen, man hat keine Ahnung, wie es gesehen ist. Und dann kriegt die Person eine Statue. So. Und dort siehst du wirklich noch spannende Kombination von. Eben, zum Teil sind es wirklich auf sau lustige, dann finden sie aber den Trick meistens raus. Und dann ist der Trick auch nebensächlich. Ja, klar. Und bei anderen ist es dann wirklich, wir wissen schon nicht, wie du es machst, weil deine Fingerfertigkeiten sind so ultimativ jenseits. Wir sehen gar nicht, wenn, nicht mal wir wissen, wenn die Karte wo auch immer angeht und warum sie jetzt wieder dort ist. Also keine Ahnung was. So. Das finde ich an sich schon mal geil. Was ich aber richtig geil finde, kennst du Darren Brown? Das musst du mal schauen. Der Darren Brown. Kannst du den mal googeln? Der macht so eine Mischung mit eh beides. Darren. Darren Brown. Der macht. Okay. Yes. Und er. Yes. Da. Der macht so Fernseh-Specials. Mittlerweile hat er eine Glatze. ja, vielleicht erkennt man den besser, weißt du? Oh, der Devil. Ja, Dominik, oder? Stell dir vor, der Devil. Mach mal ein Bild, wo er Glatze hat. Stell dir vor, so sieht der Devil aus mit Glatze. Was? Der Devil hat ja einen Glatze. Ja, so sieht er mittlerweile jetzt eher aus. Der macht so eine riesige Kombination von. Er behauptet immer alles, es sei keine Zauberei. Es ist alles, das ist einfach Psychologie und ich kann nicht Gedanken lesen und da. So. Und er tut immer extra übertrieben, tut er alles abspielen. Und er macht dann wirklich eine Kombination von klassischer Zauberei, sicher auch ein bisschen Brainpower, wenn er sich ein paar Sachen kann merken kann. Und er macht zum Beispiel richtig geiles Fernsehen, wo Zauber, eine Hypnose ein bisschen, wo Zauberei ein Teil davon ist. Aber nicht der Hauptteil, sondern er macht mehr so ein soziales Experiment. Kriegst du jemanden dazu, dass sie das Gefühl haben, shit, ich habe jemanden umgebracht. Und dann macht er das eine Woche lang mit ihnen. Und irgendwann ist dann, ja tatsächlich, und es ist sicher die Hälfte gefaked, aber es ist einfach gutes Fernsehen. Es ist ja verdammt blöd, wenn jemand dabei ist, der wirklich jemanden umgebracht hat, oder? Nein, also weißt du, der Tod passiert sogar an dem Wochenende. Das ist zum Beispiel eins. Und der andere ist, wie hat er geheißen? The System. Er schreibt eine Person auf der Mail und sagt, ich kann dir sagen, bei dem und dem Pferderennen wird das Ross gewinnen. Den und den. Ja? Mach nichts, aber es ist einfach so. Und danach passiert das. Und dann heißt es, okay, und bei dem Rennen wird übrigens das Ross gewinnen. Und es passiert wieder. Und dann beim dritten, so, und bei dem Rennen wird das und das Ross gewinnen und jetzt kannst du mal 5 Pfund setzen. Und es gewinnt wieder. So, und am Schluss kriegt er die Person dazu, zu sagen, okay, ich tue mein ganzes Vermögen auf ein Ross setzen. Oft weil sie in das System glauben, dass die Person das immer kann voraussagen. Krass, Dabei hat er nichts anderes gemacht als eine Gruppe von Menschen aufteilt in 6 Gruppen und allen eine Mail geschrieben, einfach mit einmal dem Ross, einmal dem Ross, einmal dem Ross, bis er halt irgendwann, und das macht er 3-4 Mal, bis er bei einer Person ist, wo jedes Mal gewonnen hat. Wo halt jedes Mal gewonnen hat. Und das ist die einzige Person. Und alle anderen haben 5 Pfund gesetzt und haben es verloren. Krass. Und so weiter und so fort. Das ist wie der Uri Geller, wo wenn 1 Million Leute an einem Löffel rumreibt, dann kann es sein, dass ein Löffel sich verbiegt. Aber mich als unfreiwillige Hobbyfeministin interessiert tatsächlich, wenn du schon so viel weißt über Zauberei, wieso gibt es so wenig Frauen? Die sind ja, man tut ja den Frauen sonst auch noch Fingerfertigkeit unterstellen. bei Fulas gibt es immer noch, natürlich nicht 50-50, aber es gibt schon ein paar. Sicher? Ja. Weil ich kenne, also kennst du eine Zaubererin? Nur schon das Wort kommt einem fast nicht über die Lippen. Female Magician. Female Magician. Female Magician. Ah, Female Magician. Female Magician, so müsste man es nennen. Ja.
Female Gician. Ja. Nein, also warum? Keine Ahnung. Warum ist bei allen Bereichen wahrscheinlich das gleich große Problem? Ja, mir fällt das schon mehr auf. Also bei Comedy gibt es so viele Frauen. Und so. Ja, mittlerweile. Aber selber habe ich noch mittlerweile. Aber ich glaube wirklich, es ist... Also ich habe zwar einen Bereich... Ja, Female 10 Famous. Female Gician. That changed history. Ja. Kennen aber keine denen. Ja, das ist Kramer. Ja, was? Ja. Und nur schnell, du findest Zauberei richtig scheiße. Hey, also ich wollte gerade das Erlebnis erzählen, das mir passiert. Und dort bin ich wirklich. Dort hat es mich fertig gemacht. Und zwar hat es eine Zeit lang so indische Inder gegeben, die einfach so rumgelaufen sind. Oh. So, I tell you your future. Ja. Die sind gekommen und ich sage, hör mal, lass mich in Frieden. Und, yeah. So. Und dann sagt er, I make proof. Ich beweise das. Und dann fand ich, okay, gut. But you have to give me money then. Und ich sage, okay, 2 Stutz. Mhm. Und dann ist es so gewesen, hat es geheißen, ich soll mir ein Blümchen ausdenken. Gut, auf Englisch. Wie viele Blümchen kennst du auf Englisch? Sag mal. Ja, ja. Sag mal, wie viele Blümchen kennst du? Ich weiß, wo es alle geht. Ich nehme Lilly. Also, es gibt Lilly, dann gibt es Rose, yeah. Dann gibt es irgendwie bla bla bla. Und für mich war es, ich nehme Daisy Flower. Ja. Yeah. Butterblume. Ja. Yeah. Und dann, okay, imagine. Und dann sehe ich auf die Person, nimmt das Post-it vor und schreibt dir Daisy Flower drauf. Ja. Yeah. Ich bin mega unterhalten gewesen, ich habe es super gefunden, ich habe es überhaupt nicht gecheckt, habe die 10 Stutz gegeben, bin heim und habe irgendwie etwa 2 Nächte lang darüber nachstudiert. Und ich habe es jetzt in dem Moment, wo es wieder raufkommt, merke ich, es ist immer noch nicht verarbeitet. Oder? Das ist so. Erstens, also eben, du könntest mir jetzt erklären, wie hat die Person da gemacht? Mit der Daisy Flower? Ja. Also nein, ich kann dir nicht erklären, wie sie es gemacht hat. Also ich kann dir schon erklären, es ist genau das System mit diesen Rössern. Ja, aber die schreibt es ja, ja in dem Moment. Nein, aber bei 20 funktioniert es nicht und bei dir jetzt funktioniert es, weil genau wobei tatsächlich nur 3, 4 Blumen kennst. Und mir ist auch gerade als erstes Daisy Sinko. Mir ist nur Daisy Sinko. Aber lustigerweise, mein Vater zum Beispiel. Aber er hat gesagt Lilly und ich bin eine Rose. Ja, und mein Vater ist mal eine halbe Stunde Sport gekommen, wo wir in der Stadt abgemacht haben für einen Kaffee. Mhm. Und er gesagt, das glaubst du jetzt nicht. Nein, das tut mir leid. Ja. Das ist jetzt wirklich. Hat er irgendwie wollen parkieren und hat keinen Parkplatz gefunden. Dann hat ihm eben irgendein Inder hat ihm dann geholfen und gesagt, lüg dort. Und 5 Minuten später taucht er auf einmal wieder auf, so aus dem Nichts. Mhm. Und eben macht dann auch so ein Ding. Und so, du irgendwie, schau mal da, ich schenke dir etwas, irgendwie so ein kleines Hirn oder keine Ahnung was. Also, besseres Kleins als gar keins. That's a very important stone for you, bla bla bla. Und er hat mit ihm, hat er gemacht, auch irgendetwas mit den Blumen. Nämlich, was ist denn gesehen? Rose und 7. Irgendetwas noch mit einer Zahl. Ja, Zahl war einfach gesehen, genau, richtig. Von 1 bis 10 oder was auch immer. Zahl war auch immer. Und also es ist eine Kombination von Sachen. Du kannst natürlich einerseits ein bisschen Ausschlussverfahren machen, weil wenn er richtig schnell ist, dann kann er sagen, es ist sicher nicht das und es ist sicher nicht das und hat es vielleicht sogar aufgeschrieben, das sind die schlechteren, und dann streichen sie das durch. Weißt? Nein, ich habe gesehen, wie die schreiben. Aber er hat wirklich diese Flower geschrieben. Und dort gibt es halt wirklich so kleine Mikro-Tells, Leute, die gut Gesichter können lesen können. Das ist das eine und das andere, es gibt Wahrscheinlichkeiten. Also wahrscheinlich sagen tatsächlich im deutschen Sprachraum 60% der Leute Daisy. Ja. Yeah. Und übrigens 7. Über 50% sagen 7, yeah. Wenn du sagst, eine Zahl von 1 bis 10. Mir war es 1 gewesen. Das weiß ich noch. Ja, weil Eis. Aber man kann es eben auch leicht mikro beeinflussen, kann man es eben auch noch. Ah, das ist so suggestiv. Du fährst zum Beispiel klein an, indem du sagst, sag mir eine Zahl zwischen 1 und 5, die erste, die drin sind, kommt. Das ist ein dummer Move. Und danach sind alle bei 3, weil man halt, wie schon ein bisschen suggeriert hat, dass in der Mitte, oder? Die erste, die drin sind, kommt. Ja, das 3. Ich kann jetzt nicht schiessen. Das ist mir wirklich das 3 in Sinn gekommen. Und dann machst du nachher mit irgendwie 1 bis 10, 7, lalala. So, es gibt und ja. Leute, die das halt auf die ganze Zeit machen, die sind sicher besser in dem. Ja, das was ich ja. Und eben, es gibt tatsächlich die Wahrscheinlichkeiten. Genau. Das ist einfach so. Und das ist auch noch eine gute Zauberei gewesen, muss ich sagen. Ja. In dem Moment habe ich gefunden, das ist so. Ja, und vor allem. Guerilla-Magic. Eben, du gibst dir dann auch gerne. Ja, ja. Für das gibst du dir dann gerne 10 Stutz. Weil du findest, ach komm, ja. Das ist jetzt nice gewesen, oder? Ja.
Das war cool gewesen. Aber eben der Kartentrick da, oder mit irgendwelchen Männerversagen, das ist, ja, finde ich langweilig, ehrlich gesagt. Das ist an sich auch langweilig. Aber ich habe zum Beispiel auch Freude ab Tischzauberei. Und ich habe so oft, will ich irgendwie herausfinden, wie es passiert oder was auch immer. Und irgendwann habe ich bei der Zauberei habe ich wie akzeptiert, ich muss nicht alles wissen. Okay. Und ich finde es meistens dann durch das raus, weil man dann eben nicht so angestrengt nachdenkt darüber, passiert es auf einmal, dass man dann merkt, ah, so ist das vor sich gegangen. Zum Beispiel, kennst du Hans Klock? Der selber etwas, ja. Der Holländer? Ja, genau. Kennst du den Hans Klock? Er tut den gerade für mich gucken. Also erstens sieht er einfach... Erstens sieht er aus, wie wenn du in einem Film würdest sagen, komm, wir machen einen übertriebenen Charakter von einem Zauberer. Machen wir kurz. Vincent Raven. Ja, eben, gell. Das sieht so aus wie der Raven. Gott, so alles Siegfried und Roy, Vincent Raven nicht, und... Das kann ich gar nicht anschauen, so Zeug. Das aber das ist ja eigentlich genau unsere Diskussion mit dem Brand. Von euch sieht man das Alter. Ja, er geht halt langsam ein bisschen auseinander. Ja. Der ist jetzt halt auch schon ein paar Jahre unterwegs. Ja. Jetzt einfach ein bisschen herzaubert in sein Gesicht. So, der Hans Klock. Genau. Schau mal. Weltklasse, oder? Das ist wirklich, das ist absolut, das ist so eine Quick Change. Der macht, weißt du, Vorhang auf und schon wieder runter und er hat etwas anderes an. Zack, 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 die ganze Zeit so Zeugs, oder? Mein Vater hat früher eine Fernsehsendung gehabt und er ist mal zu Gast gesehen. Und ich bin, glaube ich, zweimal live... Das ist mega Herz. Genau. Und ich bin zweimal live im Publikum gesehen und das eine Mal davor ist dort gesehen, wo der Hans Klock gekommen ist. Und ich denke mir, geil, was bin ich da gesehen? 8, 9 oder so. Das ist geil, ich bin live in einem Fernsehstudio, wo er einen Zaubertrick macht. Ich werde so schnell wissen, wie der alles rausfinden, ja, genau. Weil sie Kameratricks und Zeugs und Sachen, oder? Und der Typ, der hat irgendwie so einen Stegen gehabt, wo noch offen ist. Und dort ist die eine gesehen und auch. Und irgendwie haben sie sich dann umgezogen und auf einmal ist auch weg und irgendwie so. Es war ein riesen Trick gewesen, und ich habe es einfach nicht gecheckt. Und ich konnte es nicht verstehen. Und dann habe ich meinen Vater gefragt und er hat gesagt, er weiß es natürlich, aber er darf es nicht sagen. Weil das ist ja alte Ehrenkodex, da. Und dann haben gesagt, wenn ich es herausfinde, würdest du mir dann sagen, dass ich richtig bin? Mit einem Augenzwinker oder so. Und also, 10er-Noten geben. Genau. Du, Papi. Übrigens, Daisy. Und, Rose and Seven. Ja. Und eine Messmocke. Und er hat gefunden, ja, das würde schon auch. Würde man sicher nicht sagen, wie es funktioniert, aber wenn ich es herausfinde, dann so. Hast du es herausgefunden? Ein halbes Jahr lang habe ich gebraucht. Ich habe ein halbes Jahr gebraucht. Und ich habe wirklich angefangen, Zeichnungen machen. Und dann habe ich es herausgefunden und ich glaube, das hat mich befreit von, ich muss immer wissen, wie es funktioniert. Könntest du jetzt bitte in diesem Podcast-Publikum, wir reden jetzt seit einer gefühlten 10,5 Stunden über Zauberei, das ist spannend. Nein, es schiesst dich an, hätte ich gewusst, dass das heute das Thema ist, hätte ich mich natürlich entsprechend auch vorbereitet. Einen kleinen Zaubertrick hätte ich vielleicht auch einstudiert. Mach doch einen. Ja, kann ich extrem gut. Aber es ist nicht mehr so langsam. Also, ich bin so, weißt du, wie der Jesus, ich kann zum Beispiel Brot in Fleisch verwandeln. Und dann, aber es geht wirklich einfach... Es geht immer sehr lang. Aber oder übers Wasser, da kann ich auch. Ich kann aufs Wasser liegen, ich bin unsinkable. Das ist wirklich Auftrieb, das ist der spezifische Gewicht von Fett, ist einfach... Spezifische Dichte von der Patty. Ja. Patty-Dichte. Genau. Du tust gerne so Schachtelwörter machen. Mache ich extrem gerne. Ja. Aber nur wenn ich das Gefühl habe, sie werden verstanden, sie werden geschätzt. Wenn du das Gefühl hast, sie werden geschätzt. Gut. Nein, aber... Nein, wir können sehr gerne von der Zauberei reden. Wir können schon weiter von der Zauberei reden. Ich kann einfach wirklich nicht mitreden. Ich würde jetzt gerne wissen, wie der Trick funktioniert. Jetzt hast du mich angetriggert. Jetzt bin ich wirklich... Angetriggert? Ja. Jetzt bin los. Ich... Nein, ist er dann in die Stege verschwunden? Und ich bin nicht... Nein, es hat eben ein Element, das man gar nicht merkt am Fernsehen, das aber auch noch Teil von der Show ist. Okay. Es ist halt wirklich wie immer die Ablenkung. Die Stege ist so dumm gebaut, dass du das Gefühl hast, es muss mit dieser Stege zusammenhängen. Wie sie geht so ein paar Tritte rauf und drunter ist nichts. Ja. Und das zeigen sie dann extra 100 Mal, dass nichts ist. Ja. Und dann denkst du, ja, aber dort muss doch irgendetwas sein. Aber nein, sie beweisen dir 17 Mal, dass dort nichts ist. Mhm. Und darum ist es ein völlig anderes Element, das du gar nicht wirklich bemerkst.
Es ist dann von oben etwas alt. Mikrofon her. Es ist hinten. Es ist hinten. Es ist so eine. Einfach hinten. So eine Lichtschranke, sagen wir jetzt mal. So, das ist ein Klassiker. Mhm. Und du hast überhaupt keinen Bezug zur Zauberei? Hey, es ist, ich meine jetzt natürlich als Kind, das, was du sagst, mich jetzt genervt, wenn ich es nicht gecheckt habe. Ich kann mich nie gerne verarschen und Zauberer fühlst du... Eben, eigentlich musst du dich darauf einlassen. Du musst dich wollen verarschen. Du musst Freude daran haben, dass du getäuscht wirst. Ja. Und an dem habe ich einfach nie Freude gehabt. Ich habe nie Freude gehabt daran, wenn ich getäuscht werde. Und das, inzwischen kann ich es akzeptieren, dass das einfach... Und finde dann... Also weißt, akzeptiere, aber noch nicht Freude haben. Nein, ich habe dann Respekt gegenüber dem Handwerk. Ich finde, wow, gut gemacht und so. Aber, ja. Und was mich natürlich am meisten nervt, das ist etwas, was ich nie werde können, weil das... ich habe eben, als ich noch nicht mit dem Philipp unterwegs war, bin ich mit Michel Gammenthaler, bin ich seine Assistentin gewesen. Ich bin mal mit dem Michel, der hat mich mal heimgefahren von einem Auftritt, wo ganz in meinen Anfängen. Und dann hat er die ganze Zeit, während dem Fahren, hat er gleichzeitig mit der anderen Hand den Kartentrick geübt. Immer so... Yeah. Und ich so gefunden, ich gesagt, ja, mache ich das irgendwie 5 Stunden im Tag, oder? Einfach. Ja. Und dann, mein... Hallo? Übung macht den Meister. Aber da, also da schaffst du hure viel für nachher 2 Stunden Show am Abend. Das ist so. Das ist krass. Machst du das heute auch noch so? Am Klavier. Ich mache es nur am Klavier. Nein, also. Ja, und das, darum habe ich gewusst, ich würde das nie können. Weil man muss üben und ist nicht so. Üben und Party, genau. Aber so glaubst du nicht, dass in anderen Bereichen, klar, also ein Fingerfertigkeitstrick, das ist jetzt etwas sehr Spezifisches. Aber ich habe das Gefühl, man tut in sehr feinen Bereichen, tut man konstant trainieren. Ja, klar. Also, dumm schnurren. Machen wir ja jetzt. Richtig, dumm schnurren. Du hast vorher gesagt, ich mache gerne so Schachtelwörter. Ja. So, das ist, glaube ich, einfach für mich, das ist ein super dummes Training. Ja. Es ist nicht, dass ich richtig, auf der Bühne so einen den er will raushauen, aber es ist einfach so, du probierst in irgendeiner Art und Weise etwas fit zu behalten, was bei mir nicht viel ist, aber immerhin. So, und ich glaube, das wird bei dir nicht anders sein. Und ist das kleine Hirn, das dein Vater mal geschenkt bekommen hat von dem Inder? Richtig. Das hat dir eingepflanzt, weil das Schweinehirn war zu gross gewesen bei dir, um wieder auf den Anfang zurückzukommen. Ich sage, Sohn, das ist ganz wichtig. Joel, das Schweinehirn ist nicht gegangen. Joel, das ist very important für dich. Das Hals in Ehre, mach das Beste daraus. Ja, die 2 kleinen Pünktchen vom E, das Trima, das ist eigentlich das Hirn von dir. Die das ist das Hirn, das sind beide Hirnhälften. Ja, das ist die Hirnhälfte. Das ist wirklich auch im Verhältnis. Wieso heißt das eigentlich Trima? Das mit Tremolo zu tun? Das ist griechisch irgendwie. Zittert er? Keine Ahnung. Ich muss einen Griech fragen. Ich weiß nicht, ob es Graf und EQ verstand ich noch. EQ! Graf ist immer so Graf. Schwerfest. Ja, Graf. Ja. Das versteht man. Und Zirkonflex. Das versteht man auch. Das finde ich richtig aggressiv. Zirkonflex. Ja. Nein, Französisch kann auch ganz eine aggressive Sprache sein. Ich finde eben auch. Ja. Wobei meistens ist es ja eher... Weil es ist sehr komplex. Das Dächli. Ja. Und da gibt es doch noch da, das gibt es in der Musik so. Das gibt es auch im Spanisch, aber... Was? Das gibt es im Spanisch. Das war so... Nye. Nye. Genau, nye. Und da gibt es... gibt es auch bei den Schweden. Bei IKEA. Ja, das finde ich richtig geil. Das kannst du auch 2 anschreiben, das ist gleich irgendwie ein, auf dem A so ein Haben das gesehen mit den, genau. Das Meme, haben das gesehen, das Meme von, mit den IKEA, wie die IKEA Impfgegner und so würde das heißen. Meme. Das Meme, genau. Das Meme. Das Meme musst du mit 2 EQ schreiben. Meme. Ja. Meme. Nein, mit was? IKEA? Kannst du das schnell googlen, vielleicht gibt es das. Vollpfosten, haben sie doch mal. Trump Vollpfosten. Nein, es ist gerade vor 2-3 Tagen. Himmlerbett hat es doch mal gegeben. Ah nein, das ist... Das habe ich... BioNTech? Ja, es sind etwa 4 hintereinander eben gewesen. Das ist irgendein Artikel dazu. Ja. Nietenspritten. Können wir ja schneiden, vielleicht. Nein, es wird nicht. Nein, wird eh nicht geschnitten. Schneiden ist feig. Ach, das brauchen wir nicht. Bis jetzt haben die eh alle abgehängt, oder? Also,
Das ist immer die Frage. Das ist lustig. Es gibt immer so einen Punkt, wo die Leute... Also Zauberfans sind voll dabei. Ich sage, ja. Zauberfans, ey, die warten immer noch auf die Auflösung. Vor allem, die haben jetzt auch, schon sicher 87 Folgen gelost. Mhm. In der Hoffnung, dass irgendwann Zauberei es kostet. Ja. Das ist das erste Mal das Thema Zauberei. Ja. Also so intensiv, glaube ich schon. Ja. Dass du, wo sagst, was Zauberei? Und ich, wo... Ich keine Ahnung habe von Zauberer, das ausgerechnet mir. Ja, aber das ist die einzige Chance für den Joel, irgendwie ein bisschen Morgen dominant in diesem Podcast zu sein. Ich habe so fest darauf gewartet. Endlich mal über Zauberer reden. Aber es wäre doch, also du bist ja noch jung, deine Finger sind noch nicht kaputt, du hast noch kein Gicht und weißt nicht wie bei dir, oder, wo alles schon so verknorpelt ist und so. Meine Finger können nicht viel. Ja, aber du kannst jetzt das was sie noch. Können, das können sie gut, aber mit dem lasse ich es dann auch. Ja, aber Joel, mit dem machst du ja kein Geld normalerweise. Oder? Das Mikrofon heben. Ah. Mhm. Aber jetzt könntest du es doch auch mal noch gewinnbringend einsetzen. Dass auch ein grösseres Publikum daran Freude hat. Joel. An was jetzt genau? An deinen Fingerfertigkeiten. Irgendein Zaubertrick. Ich probiere es wieder mal. Aber bei mir kenne ich auch die Karten nicht mehr. Oh, oder der, wie heisst der, wo auf YouTube direkt genau der? Kabi. Ja, finde ich sehr super. Fantastisch. Ja, das finde ich sehr lustig. Ja. Nein, aber was ich auch sagen wollte, man trainiert ja wahrscheinlich konstant in irgendeiner Art und Weise. Und schon nur, wenn es die Repetition ist, das heisst, du spielst zwar vielleicht nicht im Klavier nebenbei, hast du gesagt, aber wie oft spielen wir zusammen im Jahr? 100 Mal sicher. Es kommt echt der Fall, ob die Pandemie ist. Du hast gesagt, die letzten zwei Jahre zählen nicht. Du hast schon 100 Jahre. Ja, 100 mindestens, ja. So, dann ist das ja deine Übung. Absolut, ja. Nein, er übt schon. Nein, ich übe schon. Ich spiele jeden Tag sicher 3 Stunden Klavier, ja. Wirklich? Ja, ja. Ey, voilà. Also, so, was machst du, um deine Skills reden, fit zu behalten? Ich schaue deine oberfüllenden Programme und denke, ich könnte es nie. Ich könnte es nie, das ist eine geile Idee, Schachtelwörter. Wow. Aber im Programm habe ich viel gar nicht. Nein. Er lacht auf der Bühne, so ein sympathisches Lachen. Im Programm habe ich die ja gar nicht, Schachtelwörter. Ich nicht. Nein, aber... Nein, ich lese. Ja. Yeah. Und schreibe natürlich konstant im Kopf, also ich bin einfach zu faul, um es wirklich dann aufzuschreiben. Ja. Yeah. Und kannst du behalten? Nein, natürlich nicht. 99% von meinen Texten und Pointen kommen, also und zwar wirklich zum Teil hure gute Pointe, wenn ich, da liege ich so am Nest und hat den besten Witz, ever kommt mir in den Sinn, denke ich, ja, der weiss ich morgen schon noch. Wenn er so gut ist, weiss ich ihn schon noch. Ja, ja, und dann ist er weg. Keine Chance. Aber ich bin wirklich zu faul, um das Zeug aufzuschreiben. Und ich habe das Vertrauen und die Hoffnung, dass die wirklich guten Sachen auch wieder kommen. Ja. Oder, ja. Gut, aber Social Media hilft natürlich, um gewisse Sachen festzuhalten. Und das halt, wenn das postest. Ja. Ja. Das Problem ist, ich denke es und dann bin ich zu faul, um es aufzuschreiben. Und dann schaue ich am Morgen und dann hat es den Karpi schon. Hat es den Karpi schon gepostet. Gleiche Gedanken, gell? Ja. Oder in der Wils ist Schreiberling-Team. Ja. Oder sonst irgendjemand. Ich habe mich natürlich mit der Zeit habe ich mich auch verzwingen, dass ich einfach mal probiere aufzuschreiben, was mir in den Sinn kommt. Und dass das mit der Zeit wird so ein Automatismus, was noch easy ist. Was ich aber auch oft habe, das hat so, glaube ich, leichte ADS-Symptome mit sich. Ich habe das Gefühl, ich schreibe es jetzt dann gerade auf. Und danach habe ich es einfach nicht aufgeschrieben. Mhm. So, weißt du, das muss ich unbedingt aufschreiben. Mhm. Und danach geht es 2 Sekunden und dann ist es so, das ist eben ein Wasserglas. Der Zauberer, der dir einredet, du hast jemanden umgebracht, du hast es eigentlich aufgeschrieben. Und dann ist es eben auch weg. So, aber am schlimmsten ist, ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ich habe das aufgeschrieben. Also bei mir ist es so, ich will zum Beispiel, ich weiß auch nicht, ich will dem Philipp auf WhatsApp schreiben, wir müssen dann da und da uns treffen oder keine Ahnung. Einfach als Beispiel. Mein Handy führe gesehen. 17 Mitteilungen auf Insta geschaut. Genau. Und auf Facebook auch noch. Twitter. LinkedIn. Ich habe noch 3 Mails bekommen und nicht gelesen. Da muss ich noch antworten. Zwei Stunden später. Ich sollte dem Philipp noch schreiben. Das ist so. Genau. Ja, aber das passiert mir konstant. Das habe ich eben mit dem Aufschreiben und das habe ich auch mit Sachen packen oder mitnehmen. Ja, aber das ist ja eigentlich gut, wenn man dann das zu einem Teil von seinem Beruf machen kann.
dann ist ja das eigentlich genau perfekt, oder? Ja. Weil sonst wäre es ja eigentlich recht beschissen. Aber da das ja bei der Party, weiss ich, ein grosser Teil vom Beruf ist und bei dir höchstwahrscheinlich auch, ist ja eigentlich überhaupt kein Problem. Das ist einfach dein Jobprofil. Ist das. Also, du musst das so machen. Außer, dass ich dir dann nicht geschrieben habe, wo es eben, aber gewisse Sachen vergessen ist schon nicht so geil. Natürlich, ja. aber letztlich passieren ja in dieser Zeit innen auch kreative Sachen. Das ist so. Also, das stimmt natürlich. Das letzte Mittel ist immer, da bist du auch in armer Sicht, dass ich da eben irgendwo unterwegs bin, am Lauf oder so, oder im Bett liege und einfach nicht mag. Und dann kommt irgendein Textmessage. Hey, sorry, es tut mir unruhig leid, und dann kommen zuerst mal eine Viertelstunde lang Entschuldigungen. Und dann musst du die Viertelstunde hören. Zum Glück habe ich jetzt herausgefunden, dass man auf vierfach Tempo stellen kann. Gibt es schon vierfach? Ja. Nein, also sicher doppelt. Ja, und nachher tue ich dir alle meine Ideen. Und eigentlich also, da kann ich jetzt öffentlich sagen, du bist mein Zeuge, die ganze Welt, die hier zuhört. Mein Zeuge. Eigentlich ist schon die Idee, es ist ein bisschen Appellohr, das ich hier bediene. Dass du die Sachen dann würdest gerade aufschreiben, wenn ich schon so schön diktiere. Eigentlich ist das dein Jobprofil. Ich merke es mir dann einfach. Ja. Ja. Und vergiss es dann so langsam. Es ist so, es ist so wie ein Fade-out. Am Anfang ist die Erinnerung noch gut. Und dann es ist eigentlich auch ein Zaubertrick. Ja. Du lässt es langsam verschwinden. Und irgendwann ist es so. Ja. Genau, einfach weg. Ja. Aber und sie ist dann, wow, wie hast du das gemacht? Ich habe es dir doch noch erzählt. Ja. Und jetzt haben wir einfach beide nichts mehr davon. Ja, genau. Ja, aber nein, und dann gibt es aber die Situation, wenn das ausgefadet ist und dann noch ein bisschen Zeit vergangen ist, dann gibt es den kurzen Zeitraum, wo man meint, ah, da ist noch etwas gewesen, und dann ist es wirklich gänzlich weg. Und dann finde ich so, das ist mir absolut neu. Das ist ja genial. das finde ich eigentlich noch schönes. Wir müssen nachher glaub, noch geschwind das Kaffee nennen. Das hast du doch letztens müssen schreiben. Irgendwie. Der Termin kommt mir völlig neu vor. Und ich glaube, es ist. Aber das ist natürlich noch spannend, weil es effektiv in Kombination muss funktionieren. Termin, was auch auf der Bühne passiert. Also, die sind nicht abhängig voneinander, aber trotzdem, man zählt ein bisschen. Wir sind sehr abhängig voneinander. Man zählt ein bisschen auf die andere Person. Absolut. Wir können ja nicht einmal. Also Drogen konsumieren allein. Es ist nein. Was denn? Ja, es ist jetzt Kaffee vor allem. Kaffee vor allem, Weisswein und Schnupftabak. Schnupftabak. Nein, das ist also das, was mich mit dem Victor Giacobbo verbindet. Seit ich weiss, dass er auch eine Affinität hat. Ich glaube, im Fall einfach die schönen Döschen, die Schnupftabak. Mir gefällt der Inhalt. Stille. Ja. Jetzt ist es gerade abgesackt. Stimmung ist immer, wenn wir, wenn wir den Victor Giacobbo erwähnen, dann sinkt die Stimmung auf den Höhepunkt. Das ist wirklich. Ja, gell, 70. Das ist alt. Nein? Von wem haben wir es gehabt? Ich habe von einem Fade-Out erzählt und der Fade-Out ist schon wieder da. Ja, ist passiert. Ist effektiv. Wir haben können zuschauen, wenn also eine Party passiert. Interdependenzen haben wir davon geredet. Ja. Wir sind ja vor allem meine Brüste abhängig, aber nicht von dir, sondern EMPA-geprüfte Material. Was für Material? EMPA geprüft. Eidgenössische Materialprüfungsanstalt. Dübendorf. Das wollte ich jetzt sagen, Dübendorf. Das war dein Text. Nimm mir nicht immer die Wörter aus dem Mund. Ich habe einfach das bessere Timing gehabt, gerade ausnahmsweise. Wenn du das bessere Timing hättest als ich, dann wäre ich am Klavieren. Das stimmt auch nicht. Ich wollte sagen, das ist recht klavierbezogen. Ich brauche dir dort auch ein Timing, gell? Das macht es gar nicht von selber. Also auf der Panflöte bist du definitiv besser als ich. Ich kann einfach besser blasen. Also auf der Panflöte. Wirklich nur auf der Panflöte. Muss ich jetzt einfach auch mal gesagt haben. Mhm. Weil dort hat es auch Löcher vor allem. Und vor allem viele. Also. Ja. Wobei, das stimmt, glaube ich, nicht einmal. Er hat aus Witzerall eine Panflöte gebastelt. Im Schatten. Ah, ja. Genau. Das ist, ja. Das war ein bisschen, wie der Dings. Der hat es nachher noch gemacht, der Stahlberger. Der hat etwas geklärt von uns. Nein, er hat es nicht gesehen, er ist selber draufgekommen. Das morphogenetische Feld. Morphogenetische Feld. Das ist ja eine andere Figur von dir. Der Manuel Stahlberg. Michel Kammetaler. Ja. Der Frank Richter hat eine Panflöte auf der Bühne. Der macht ja eine Nummer mit einer Panflöte. Was macht er? Du.
Ja, ja, das spielt er natürlich auch. Allein das ist schon Lachen. Das ist geil. Ja, es ist, ich habe jetzt natürlich gerade die Eisen reingehört, das andere. Ja, das ist natürlich das Gleiche. Ist. Der einsame Hirte hat jetzt aber ja. Schon sehr ähnlich. Ja, es genau. Sehr ähnlich. Der einsame Hirte, genau. Ja. Ja, für was steht das, der einsame Hirte beim Frank Richter? Das fragt man sich. Für ein Schaf, das dort rumsteht. Nein, es ist eben der Hirte, es ist eben... Das, das einsame Schaf. Schaflose Hirte, genau. Das ist das Problem. Die Schafe schlafen. Das ist ein bisschen wie ein Appenzeller ohne Hund. Oh. Der Hirte ohne Schaf. Der Hirte ohne Schaf. Apropos Hund, das kommt mir jetzt gerade in den Sinn. Ich habe einen Hund und yes. Der kommt nachts das Goodie über. So. Was heisst es Nacht? Also der kommt so einfach so ein Ding über. Also weckt er dich? Kommt nein, also gegen der oben einfach so. Okay. Aber nach 7 Uhr Nacht kommt so ein Knabberding über. Ja. Yeah. Und dort, wo ich eben manchmal auch zaubere, dann tue ich den so da, sage ich ihm das Goodie, dann yeah. So einklemmen. Ja. Yeah. Dann mache ich so. Und der Hund ist völlig baff. Jetzt ist es weg. Und, Hunde sind aber nicht dumm. Das stimmt. Das ist doch auch eine Nummer von dir. Michel Gammenthaler. Mein Hund ist dumm. Ist dumm. Wenn der sie gefressen hat, dann sucht er es nachher. Ja. Ach, kennst du nicht? Das ist wirklich das Einzige, was ich kenne. Wirklich? Und Michel. Also Michel, wir entschuldigen uns. Nein, Michel, wir entschuldigen uns nicht. Wir meinen es ganz genau. Wir haben eine gemeinsame Show, glaube ich, im September. Ehrlich? Ja, da sieht man euch zusammen auf der Bühne. Ja, sehen wir uns zusammen das erste Mal auf der Bühne. Nein! Hey, aber es wäre aber echt lustig, wenn ihr euch würdet so gleich anlegen würdet. Ja, da können wir ja noch schauen. Es wäre echt lustig, wenn du wirklich nie gleichzeitig auf der Bühne wärst. Es wäre echt lustig, wenn wir einfach genau die Rolle tauschen würden. Ja. Michel würde uhuren schlecht Klavier spielen. Nein, und uhuren schlecht zaubern. Vielleicht spielt er besser Klavier als du. Das könnte noch sein, ja, das glaube ich. Das traue ich ihm zu. Das machen sie im in Basel im Foto und im Taburettli. Mhm. Wenn es Joe erlaubt, zum Beispiel der Unterrecker macht es gern und irgendwie der Bröckelmann, Zuko, Elsie, so Leute, wenn irgendwie oben und unten gleichzeitig ja, ist, genau. Natürlich dann mal schnell, genau. Genau, mal ja, schnell so anfangen. Ja. Genau. Und einfach kurz die Irritation von dir ist ja. Sensationell. Im falschen Film. So. Ja. Das war mal, wo der Andy Thiel hat mal gespielt hat, wo er noch zu Basel spielen. Er darf sicher nicht mehr zu Basel spielen. Ist er mal durchs Taburettli gelaufen von einem Foto? Irgendwie so. Ja, aber es ist natürlich schon geil, wenn du es im gleichen Haus kannst machen kannst. Mhm. Weil einfach die Leute kriegen es nicht mit. Und dann hat. Gerade bei dir fand ich es super lustig, wenn es jetzt heisst Patti Basel und Philipp Kuhn. Und dann hat. Kommt der Michel. Oder ihr zwei kommen. Wir zwei kommen. Und der Michel spielt mich. Ja, das wäre. Wenn endlich würde die Männerquote mal stimmen bei meiner Show. Quotenmänner. Die Männerquote? Mhm. Du hast ja eine wunderbare Quote. Du hast ja 50-50-Quote. Das ist ja würde fast ich ideal. Nicht unterstellen, dass das 50-50 ist. Ich finde es schwierig. Schwierige Aussage. Findest du schwierige Aussage? Ja, wirklich. Machst du jetzt eine auf alte weiße Frau, oder was? Was heißt du alt? Hör auf! Er tut immer allen erzählen, er sei jünger als ich. Was auch stimmt, aber da muss ich jetzt... Kann man sagen, ja. Was erzählt er denn da? Das ist ja... Offensichtlich. Offensichtlich. Ja, natürlich ist es offensichtlich. Nein, es ist nicht offensichtlich. Nein, es ist auch nicht offensichtlich. Wenn du das Hütchen an ist, eben schon, dann bist du so Tom Schmidli, dann siehst du mega jung aus. Du bist super hip. Ja, du bist super hip. Du musst nur noch Skateboard. Er ist ja gekommen mit dem Skateboard. Ah. Habe ich ja gesehen. Ein 360 Kickflip. 180. Ist er da reingeslidet. Genau. Das Rollbrett, weißt du, er ist mit dem Rollbrett. Man das ist so ein verrückter Rollbrettler, weißt du? Ja. Er ist eben aus der Stadt und dort war schon früher alles her. Weißt du nicht, wie bei uns? Er ist mit dem Traktor. Er ist so ein Rollbrettler, weißt du? So. Kannst du so pumpen, weißt du? Er raucht nicht. Er ist mega. Philipp liebt es, wenn ich sage, sei wie der Philipp. Der Philipp ist mega. Gell? Der Philipp ist mega. Aber du bist immer hässlich und hast du blöde Kuh. Was mach das doch nicht mit. Es kommt wirklich darauf an, wie man sagt. Es kommt wirklich darauf an, aus welchem Ecke vom Herzen dass es kommt. Aus welchem Herzen? Aus dem Schweineherz. Aus dem transplantierten Schweineherz. Der Philipp hat ein menschliches Herz. Er ist mega. Sei wie der Philipp.
Zeig Herz. Der Philipp ist mega. Ich glaube es irgendwie noch nicht ganz, wenn du es sagst. Ja. Es ist eine leichte Ironie, ist rauszuspüren. Nein, ich meine, es ist wirklich reine Liebe. Ja. Ich weiss, es ist wirklich das Maximum an Liebe, was du kannst geben. Ja, sorry. Wenn ich mehr Liebe gebe als das, sind alle immer überfordert. Also, dann tust du es gescheit gerade auf dieser ironischen Ebene los. Sonst nachher ist es immer schwierig, oder? Das ist eine konstante Ironie. So, dann kann man eigentlich gut damit leben. Das sind aber alles Arbeitstreffen, die wir haben. Oder? Wir sind ja eigentlich nie privat. Also wir sind ja jetzt nicht privat. Wir sind ja, nein, logisch, auf einer grossen Bühne, auf der Welt. Haben Sie auch effektiv in dem Fall nicht ernste Feedbackrunden nach einer Show? Ah, mal. Unser Leben ist eine Feedbackrunde. Also ich bin die Runde und er ist das Feedback. So. Nein, ernsthaft. Also ernsthaft, aber auch wenn ihr eine Show arbeitet. Wie meinst du jetzt? Könnt ihr denn ernsthaft sagen, so will ich das nicht und so? Aha, ja, weißt du, nein, von wegen Ironie. Was wirklich lustig ist, aber eigentlich nicht lustig, sondern sehr traurig. So viel wie mit dir jetzt, und es war nicht so viel gewesen, haben wir aber die letzten zwei Jahre zusammen nicht gelacht. Also wir brauchen immer, damit wir es lustig haben, brauchen wir mindestens noch eine Person mehr. Wir haben es nie lustig zusammen. Wirklich? Wir lachen nie. Sicher nicht. Wir sind verdammt ernst und sind so... Hey. Weißt du, ich komme vor, wie das auf Radio Energy, haben sie doch die Comedy-Filme. Und kennst du die? Ich finde Radio als Filmmedium nicht so gut. Aber weißt du, online natürlich. Ja, auf online. Und sie machen so immer so Comedy-Zeugs. Und dort gibt es so den einen Moderator und die Moderatorin, die spielen dann so ein Schweizer Pärli, wie immer so. Ja. Weißt du, welche? Mhm. So kommt es mir eigentlich vor. Wir zwei sind eigentlich so. Krass, Das ist jetzt noch gut gewesen. Ja. Ja, nein, müssen wir anders machen nächstes Mal. Ja, ist gut. Ja. Hat auch einen lustig gefunden, ist gut gebracht. Timing hat nicht gegangen, aber ist gut, ja. Schreiben wir auf, machen wir nächstes Mal wieder so. Also, Lachen ist wirklich selten. Aber wenn zum Beispiel dann der Domi Müller. Kennst du, oder? Ja. Dabei ist dann ist es ein Fest. Dann können wir Tränen lachen, aber wir zusammen nie. Da brauchen wir auf so einen Katalysator. Ja. Aber wir haben auch nie lustig miteinander. Noch nie gehabt? Selten, oder? Vielleicht beim ersten Mal ein bisschen. Ja. Beim ersten Mal. Wobei, wo wir uns kennengelernt haben, ist es eigentlich auch inner. Das war am Frauentag. Unterkühlt gewesen. Ja. Es war am Frauenlohngleichheitstag und ich hatte mehr Lohn als er und sein Mitmusiker zusammen. Also Gage. Musiker da sind im Herz, gell? Das ist völlig richtig. Ja. Und der Grund, wieso dass wir jetzt zusammen unterwegs sind, wenn der Musiker so günstig kommt. Dann nehme ich einen Musiker mit. Nehme ich den mit. Wenn der jetzt zweite halb so teuer ist wie ich allein, dann lohnt es sich. Das war allein eine wirtschaftliche Überlegung eigentlich. Ja, aber ich habe noch gedacht, ich könnte vielleicht noch Geld machen mit den Männern als Gammetaler vermieten, aber... Das ist aber eher die Folge. Ja, zaubern zu wenig gut. Ja, ich bin sprachlos, ich kann gerade nichts dazu sagen. Es ist irgendwie... Ich finde es extrem schön zuzuschauen, wie die Dynamik funktioniert. Und wenn ich dich ausmieten so als Callboy, also Boy ist ja das falsche Wort, aber... Aber hast du doch jünger als du. Für die Desperate Housewives, da willst du ja nicht. Das hast du immer, du siehst den Falsch für da. Dabei könnte man dort vielleicht könnte man auch noch etwas einholen. Das ist... Und dort wären Fingerfertigkeiten vielleicht gut... Ich weiß nicht, vielleicht hast du da mehr Erfahrung als ich. Weiss. Vielleicht wollen sie ja nur reden. Ich weiß nicht. Vielleicht wollen sie einfach, als du ihnen noch etwas vorspielst. Vorspielen und ein bisschen reden. Eben? Ja. Könntest du jetzt so einen Monolog, einen bespielten Monolog, könntest du machen? Das macht er schon. Ja, das mache ich. Also das ist ja gut, du haltest zwar nicht den Monolog, aber egal. Ja. Ich bin einfach im Weg dort. Hey, aber mach doch mal ein Solo-Programm. Du, ja, gute Idee. Mal schauen. War das ein Thema? Nein, Moment, überhaupt nicht. Wieso nicht? Ich bin da total zufrieden und ich finde es auch super. Ich glaube,
das, was du vielleicht nicht kennst und was vielleicht viele von den Stand-Up-Comedians nicht kennen, ist einfach zusammen können, noch irgendwie einfach zusammen so nach oben bestreiten, zusammen können heimfahren. Mhm. Das ist einfach, ja, vielleicht, ich stelle mir auch vor, die Einsamkeit, ich kenne das eigentlich, bin auch so lange früher, du bist so ein bisschen, klar, dann hängst du noch ein bisschen mit den Leuten rum, vielleicht nachher, aber so jemand auf Augenhöhe fehlt dann häufig, oder? Ja, wenn nicht gerade noch Kolleginnen und Kollegen aus dem gleichen Berufsfeld rum sind. Und das ist eigentlich etwas sehr Angenehmes und besonders jetzt mit der Party passen wir gut zusammen. Aber die haben ja so einen Support, manchmal, oder? Ich wollte sagen, das ist meine Lösung, das ist meine Lösung für das. Jetzt der Cenk und nachher der Matteo. Ja. Das ist... Eben, dass ihr euch da oben teilen quasi. Genau. Ja. Eben, ja. Und dann hast du auch das. Dann hast du auch ein bisschen das Fest. Ja, ich fände es auch... Ja. Also ich kenne Leute, der Maxi Stettenbauer, der will mit gar nichts reisen. Ja. Weder Material noch Menschen. Noch wenn's, der will wirklich einfach kommen, genau. Ein Mikrofon in die Hand nehmen, auftreten und tschüss. Wenn das Psychogramm von einer Person dem entspricht, ist das natürlich okay. Ja. Oder? Aber eigentlich sind die meisten Menschen, die ich kenne, eher sozial. Ja. Außer dich. Ja. Aber drum kannst du auch mit ihren auftreten. Du bist einfach soziopathisch. Ja, soziopathisch. Soziopathisch. Ja. Haben Sie das schon aufgeschrieben? Also wir haben alle Empathie. Ja, Antipathie. Psychopathie. Es gibt einfach... Genau. Es gibt zu viel. Patina. Ja. Oh, schön. Danke, gefällt mir. Beef Burger Patty. Patty. Beef Burger Patty. Patty Boser. Patty Schneider. Patty Smith. Patty LaBelle. Ja, natürlich, da bin ich einfach. Ja? Also, bei mir ist es nicht nur der Name. Zum noch eine positive... Patty Smith ist ja geil. Ja. Ja. So. Wir sind ja mal die Vorband von der Laurie Anderson. Das ist super. Das ist cool. Wirklich? Ja. Und eben Patty Smith, so im Backstage leider. Ein Jahr vorher war Patty Smith gewesen, und dort bin ich eben dann leider nicht gewesen, aber nachher das Jahr drauf bei der Laurie Anderson. Mhm. Das war cool. Im Words in Luzern. Das ist eben, wenn du nicht nur Comedy machst, sondern eben auch noch Spoken Word. Okay, das würde ja sogar noch Comedy sein. Ja, aber weißt du, wenn es so zählt, schon klar. Dann wirst du dort reingespielt. Es ist so eine Kulturalität drin, in dem, wenn man sagt, okay, ich bin Comedy drin, yeah. dann heisst es so, oh, wow, das ist so wie der schnelle Sex, das ist so Unterhaltung und Liefer. Genau. Und das Handwerk ist ja eigentlich genau das Gleiche. Yeah. Und, aber dann bist du innerhalb auf dieser Kabarettschiene, vielleicht weil du längere Bögen machen willst, vielleicht weil du gewisse ganz einfache Parameter anders wählen willst in deinem Programm. Yeah. Und eben plötzlich spielt es dich nur schon aus dem Fakt heraus, dass du quasi in Comedy eingeteilt wirst oder in einem Kabarett, spielt es dich an andere Orte. Und das ist sehr krass. Selber gesteuert von uns oder von dir. Nein, ich find auch faszinierend, wie überhaupt so eine Unterscheidung gemacht wird im deutschsprachigen Raum. Richtig, ja. Und vor allem in der Schweiz noch extrem. Ja. Ich finde, in der Schweiz ist es zum Beispiel, ich höre auch von ein bisschen in einem anderen Bereich, aber von Österreich höre ich, wenn du nicht noch Kabarett aufs Plakat knallst, kommt einfach niemand. Mhm. So. Ja. Aber der Inhalt kann genau das gleiche sein. Ja. Es ist auf Kabarett und Comedy. Mhm. Aber nicht nur Comedy. Mhm. So. Und darum denkst du schon, der deutschsprachige Raum ist recht extrem. Ja. Und dann hast du den angelsächsischen Raum. Das ist einfach alles das Gleiche. Genau. Das ist einfach alles Comedy. Ein Kabarettist ist ein Stand-up-Comedian. Mhm. Slam-Poetin ist gleich auch. Ja, ist einfach alles ein bisschen das Gleiche. Darum, das ist schon faszinierend. Und mir ist es eigentlich auch egal. Also ich habe einfach gefunden, ich muss selber Marken schaffen, weil ich habe ja gar nicht Platz in diesen Schubladen. Es ist mir natürlich nicht gelungen, aber ich bin auch daran am Arbeiten. Nein, aber ich finde auch, am Schluss macht aus, was die Person effektiv macht. Oder? Ich glaube, das ist schon entscheidend. Wir müssen leider schon bald aufhören. Ja, weil jetzt kommt der Zauberer, jetzt kommt Michel Gammertal, ganz schön kommt. kann man auch einfach ja, so rufen? Ja, ich kann das natürlich. So. Mit meinem Zelt kann ich das schön vorstellen. Aber ich stelle am Schluss immer eine Frage und die stelle ich euch beiden, aber tun sie gerne einzeln beantworten. Können wir nicht das Herz voneinander fertig machen, Schatz? Nämlich, das Ding heisst ja Feel Good Podcast. Was die macht, um euch effektiv gut zu fühlen?
Also ich antworte für Patti. Oh, da bin ich gespannt. Das finde ich auch gut. Patti, genau. Patti, um sich richtig gut zu fühlen, geht sie ausgedehnte Spaziergänge machen. Punkt. Ich sehe an deinem Gesicht, dass das glaube ich nicht... Das war zu privat, Entschuldigung. Nein, das war nicht zu privat. Ich mache diese Spaziergänge ja nur, damit ich Philipp anrufen kann und wir zusammen über das Telefon einen Schnupftabak konsumieren. Und dann fühle ich mich wirklich gut. Ist das so? Ja. Gibt dir das so ein Gefühl von Verbundenheit? Du bist allein unterwegs und gleich ist dort niemand jemand. Dann habe ich auch richtig viel Herz, Schweineherz. Fühle ich mich quasi sauwohl. Ist das wirklich so? Machst du das, um dich gut zu fühlen? Also, um mich wirklich gut zu fühlen, gibt mir eine Bühne und ein Publikum. Yeah. Und das ist... Dort fühle ich mich dann richtig gut. Und wenn wir dann zusammen noch einen Auftritt haben und es richtig flutscht, weißt du, dann, das ist dann das Nonplusultra. Und du? Das muss Patti beantworten. Ja, immer das Gleiche. Genau. Und einen doppelten Espresso und ein Glas guten Weisswein. Gleichzeitig? Nein, nachher nicht. Im Notfall geht dann Gin Tonic. Genau. Ja. Ich auch sagen, ganz und so steige ich eben anständiges Publikum, wo super geputzt und dargetan, sich ruhig verhalten, uns genau die ungeteilte Aufmerksamkeit entgegenbringt. Und dann ist es super lässig. Ja, aber das sind so die 60-Jährigen sind gut in dem, oder? Die sind noch erzogen, ja, dann merkst du richtig, die so. Das ist eine andere Generation. Aber weißt du, es ist gleich. Auch die 30-Jährigen sind auch gut. Ja, da kenne ich aber auch andere. Sie lachen am richtigen Ort und applaudieren am richtigen Ort. Ja. Das finde ich immer faszinierend. Was ist der richtige Ort? Ist dort, wo man selber mal entschieden hat, dort soll es sein? Oder dort, wo es sich irgendwann anentwickelt hat, weil einfach die Mehrheit immer dort lacht? Das ist ja lustig. Ich glaube, dort schafft wirklich Comedy anders als Slam Poetry. Ich gehe dann einfach von meinem Text aus, der muss verheben, oder? Und so. Und ich überlege, also ich habe natürlich schon das Timing, aber das Timing mache ich nicht so. Jetzt habe ich eine Pointe getroppt, jetzt muss ich schön warten, damit es bei den Leuten settelt und damit sie applaudieren oder lachen können. Sondern ich fräse einfach drüber. Genau. Und wenn ich das Gefühl habe, dass sie sind einfach zu dumm, um es zu checken, dann sind sie halt zu dumm. Ich habe ihnen nicht die Zeit gegeben, zum denken. Oder? Yeah. Aber mit der Zeit bin ich schon viel langsamer geworden jetzt, logisch, und mache die Pausen auch. Aber das zeigt mir eigentlich das Publikum, wo dass die richtige Pause ist. Eben, so empfinde ich es auch. Es gibt aber jetzt bei uns im Programm noch etwas Lustiges, also etwas Bemerkenswertes. Und das ist eine von der Ideen von der Text und von der Pointen ist, dass es ein Trügestirn ist von der Pointe. Das heisst, es kommt eine Pointe, bumm, dann kommt quasi nochmal eine Pointe und dann kommt die dritte Pointe. Und eigentlich der Höhepunkt ist aber die dritte Pointe. Jetzt gibt es aber zum Teil einfach Publikum, wo eben genau so Pointe klatschen, Pointe klatschen, Pointe. Das ist dann recht schwierig. Und dann merkst du im ersten Teil des Programms, müssen wir sie wirklich dazu bringen, dass sie jetzt merken, aha, es sind drei. Und im Laufe des Abends haben sie es dann aber gecheckt, meistens. Ja, und das ist einfach so ein Phänomen, eben, wo du merkst, so, aha, das ist die Erwartungshaltung vom Publikum, ah, da Pointe, jetzt feiern wir die Pointe. Und eben die Schreibweise von der Patti ist so, dass es eben eigentlich graduell aufbaut und eigentlich eben einer drauf und noch einer drauf und noch einer drauf. Und das, bis das begriffen haben, ist extrem spannend zum Beobachten. Ich hatte recht viel Zeit, um das zu sehen. Merke so, ihr habt es noch nicht gecheckt. Ich wusste gar nicht, aber es ist jetzt schön, dass es mit dem Philipp ist. Ihr habt es noch nicht gecheckt. Der Philipp ist so gescheit, weißt du? Der Philipp ist mega. Sieg wie der Philipp. Hast du mir eine Ziege? Der Philipp braucht nicht, er denkt. Er denkt richtig viel. Er denkt richtig. Er ist ein Hure gescheit. Er ist mega. Ja, er ist mega. Er hat auch ein mega Herz, wie dein Vater. Oh. Im Gegensatz zu einem Schweineherz. Ja. Okay. Vielen herzlichen Dank. Sind ihr da gewesen? Mega herzlichen Dank. Hey. Dankeschön. Und kommen wir wieder mal? Sehr gerne. Wir kommen dauernd auch nicht zu dir, aber. Aber vor allem, wenn wir dann wieder über Zauber reden. Bei dir, auch nicht weg, dir. Es ist mit Corona mit. Ich plane in ein paar Wochen einen Zaubertag und dann werdet ihr wieder kommen. Ja, das ist gut. Kannst du mich das sagen? Ja. Und bis bald. Peace. Bup, bup. Bup.
Thank you.